Herzlich willkommen zum Webinar Aktive Mobilität. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns ein sehr, sehr spannendes Thema zu diskutieren. Nämlich geht es im Speziellen um diese Frage, wie wir flächendeckend zu kindersicherer Infrastruktur für das Radfahren und für das Zu-Fuß-Gehen kommen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas Friedwagner. Ich bin Verkehrsplaner, Geschäftsführer der Firma Veracon, beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema aktive Mobilität, wobei, wie bei vielen von uns, der Schwerpunkt auf dem Radfahren liegt. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute bei den Teilnehmerinnen und bei den Speakern auch ausgewiesene Experten aus dem Bereich Gehen dabei haben werden. Ich darf Sie ganz kurz vertraut machen mit dem Ablauf der heutigen Veranstaltung, dem heutigen Webinar. Wir werden Inputs bekommen von eben den schon genannten Expertinnen und Experten aus dem Bereich Radfahren und zu Fuß gehen. Es freut mich sehr, dass wir Anna Schwärzler vom Land Vorarlberg gewinnen konnten. Sie wird einen speziellen Fokus legen auf das Thema Radfahren, gefolgt von Petra Jens, für viele bekannt. Sie beschäftigt sich für die Stadt Wien in der Mobilitätsagentur mit dem Thema zu Fuß gehen. Und einen dritten Inputgeber haben wir dann noch mit Martin Eder, der die Bundesebene vertritt. Die Bundesebene, die sich verantwortlich zeichnet für den Masterplan Radfahren, den Masterplan Gehen, der uns einen Einblick geben wird, wie denn der Bund seine Rolle in diesem Bereich und speziell im Hinblick auf diese Fragestellung sieht. Wir werden dann in eine Diskussion eintreten zwischen den Expertinnen und Experten. Allerdings ist es natürlich so, dass wir uns auch sehr, sehr freuen über Ihre Fragen, über Ihre Inputs. Und ich möchte Ihnen ganz kurz mitteilen, wie Sie sich hier einbringen können. Prinzipiell ist das mit dem Tool, das wir verwenden, nur über den Chat möglich. Das heißt, ich darf Sie bitten, Ihre Fragen in den Chat hineinzuschreiben. Wir verfolgen diesen Chat sehr aufmerksam während den Präsentationen, während der Podiumsdiskussion im Anschluss. Und wir werden entsprechend die Fragen auswählen und dann in die Runde stellen. Ich möchte noch eine kurze Differenzierung vornehmen. Es wird nach jedem Vortrag unserer drei Inputgeber die Möglichkeit geben, ganz kurz Verständnisfragen zu stellen. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, da braucht es jetzt diese Frage direkt zum Vortrag, dann werde ich sie direkt aufwerfen. Ansonsten, wie gesagt, sammeln wir sie und nehmen sie dann auch mit in die Podiumsdiskussion und die werden dann direkt an die Expertinnen und Experten gestellt. Technik, ich werde hier sehr maßgeblich unterstützt von Brainbows, von Jan Fucic, der mir hier zur Hand geht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür. Er hat mir auch ein paar Tipps gegeben, die ich gerne mit Ihnen noch einmal teilen möchte. Das eine ist, es kann sein, dass Sie Probleme mit Bild und Ton haben. Ein sehr gängiges Problem ist, dass Sie vielleicht einen alten Browser verwenden. Das heißt, ein Browser-Update kann hier helfen, beziehungsweise ein Wechsel des Browsers sollte der andere dann aktueller sein. Was auch hilft, einfach den Browser, das Browserfenster neu zu laden. Ich darf Sie darauf hinweisen, Sie haben es auch eingangs schon gelesen, dass das Webinar aufgezeichnet wird und im Anschluss an die Veranstaltung zur Verfügung steht zum Nachschauen, zum Nachhören. Es wird auch eine kurze schriftliche Zusammenfassung geben, die unter klimaaktiv.at Restart Dialogreihe dann auch abrufbar ist. Gut, das war die allgemeine Einführung. Wie gesagt, freue ich mich sehr, dass wir maßgeblich unterstützt werden durch Inputgeber seitens der Länder, der Stadt Wien beziehungsweise des Bundes. Und ich darf direkt übergeben jetzt an die Anna Schwärzler vom Land Vorarlberg, die uns mit ihrem Vortrag versucht, die Frage zu beantworten, wie wir flächendeckend zu kindersicherer Radinfrastruktur bis 2030 kommen und das anhand der Radverkehrsstrategie Vorarlberg. Anna, bitteschön um deinen Input. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und einen schönen Nachmittag von mir. Hört man mich? Funktioniert?
kann ich weitersprechen? Super. ich darf die Gelegenheit nutzen, ein bisschen eben vorzustellen, was wir im Land Vorarlberg für Ansätze verfolgen, generell den Radverkehr zu fördern und in dem Fall natürlich eben mit diesem Blickwinkel der kindertauglichen und kinderfreundlichen Radinfrastruktur. Ich darf vorab sagen, was nicht in unserer Strategie steht, aber um die Frage, die zentrale Frage auch selbst zu beantworten, ich denke, wenn wir wirklich kinderfreundliche Orte und Länder haben wollen, dann muss das Tempo runter, dann müssen Orte, an denen Kinder sich oft aufhalten, vom Spielplatz bis zur Schule, entsprechend verkehrsberuhigt oder verkehrsarm gestaltet sein. Und wir müssen, wenn wir das erreichen wollen, Geld in die Hand nehmen und wirklich investieren und etwas tun, dann können wir das erreichen. Ich denke, die Antwort wäre eben, wie kommt man dahin, indem man die Dinge umsetzt, gar nicht ganz so schwer zu finden. Schwieriger wird es dann natürlich, wenn man sich eben auf die konkreten Maßnahmen, auf den Alltag, auf das tägliche Vorankommen konzentriert. Das Land Vorarlberg hat dazu 2017 eben diese Radverkehrsstrategie Kettenreaktion veröffentlicht. Das ist die zweite Vorarlberger Radstrategie und die würde ich eben gern kurz mit diesem Fokus vorstellen. Einmal reinklicken und dann jetzt funktioniert es. Genau, oder ist ein bisschen abgeschnitten, aber macht nichts. Also eben diese Radstrategie, was für Vorarlberg besonders war, ist, dass wir da das erste Mal festhalten konnten, dass das Ziel der Radpolitik tatsächlich der Umstieg vom Auto ist und dass andere positive Nebeneffekte wie Gesundheitsförderung und Freizeit auch erwünscht sind und mitgenommen werden, dass es aber eben primär darum geht, mit diesen in der Strategie genannten Maßnahmen tatsächlich zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad aufzurufen. Die Strategie ist eben 2017 entstanden, 2019 kam dann dieses Mobilitätskonzept Vorarlberg, das wussten wir schon beim Erstellen der Radstrategie, deshalb haben wir die kommunizierten Ziele da eben abgestimmt, die sind jetzt im Mobilitätskonzept formuliert und unser Ziel ist es, den Radanteil von derzeit 16% auf 21% bis 2030 zu erhöhen. 5% mehr klingt nicht so wahnsinnig viel, das ist aber doch ein ziemlicher Lupf, wenn man das in der Zeit schaffen möchte. Ja, da haben wir eben 124 Maßnahmen in 5 Bereichen definiert, die wir umsetzen wollen, um das erreichen zu können. Und ganz grob gruppiert, es gibt einen Bereich, der sich stark um Gemeinden dreht. Und da sind wir, glaube ich, sehr nah an dem Kinderthema auch dran. Also eben eine radfreundliche Gestaltung des Straßen- und Wegenetzes in der Fläche geht nur mit den Gemeinden und durch Unterstützung der Gemeinden. Deshalb haben wir hier einen großen Schwerpunkt gelegt. Wenn das Routen sind, Radwege, Radinfrastruktur in Kommunen, die errichtet wird mit einem zumindest regionalen Fokus, dann finanziert das Land bis zu 70% mit. In den Gemeinden aber natürlich auch wichtig, eben dass Abstellanlagen gemacht werden, dass das in der Gemeinde gelebt wird, Stichwort Jobrad und so weiter, was jetzt heute nicht ganz unser Thema ist, aber eben also ganz großer Fokus, wenn Gemeinden, und ich denke, immer mehr und mehr Gemeinden haben das erkannt und leben das auch, dass eine Gemeinde, dass eine fahrradfreundliche Gemeinde, eine familienfreundliche Gemeinde, eine lebenswerte Gemeinde, eine fußgängerfreundliche Gemeinde, dass das alles miteinander geht und sich gegenseitig bedingt und unterstützt, das haben eben einige entdeckt und fördern das, leben das, machen das und das ist der Boden unserer Pyramide als Radverkehrsförderung. Wenn wir das vor Ort nicht haben, können wir auch noch einiges tun, aber dann fehlt uns was ganz Wesentliches. Dann haben wir auch einen Schwerpunkt, die Kombination mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist gerade in Vorarlberg sehr wichtig. Wir haben doch immer wieder mal längere Distanzen. Wir sind aber alle nah an der nächsten, oder alle, sehr, sehr großer Teil, nah an der nächsten ÖV-Haltestelle. Das heißt, dass wir hier einen Schwerpunkt eben setzen, dass man Räder sich, also dass man gut und sicher zum nächsten Bahnhof kommt, dass gerade auch Kinder, Schüler, Schülerinnen das gut erreichen können, dass man Fahrräder dort sicher abstellen kann und nicht den Ärger hat, dass sie dann kaputt oder gar gestohlen sind, wenn man zurückkommt, dass man, wenn man das Fahrrad am Zielbahnhof oder an der Zielhaltestelle aufbraucht, besser ausleihen kann. Da arbeiten wir an Angeboten, dass man da mit Unternehmen und auch Schulen zusammenarbeitet, die eben dann diesen letzten Weg
von der Haltestelle eben zum tatsächlichen Ziel. Also wenn es höhere Schulen sind, bei Volksschulen setzt man ja ganz, ganz stark auf das Gehen, aber bei den folgenden Schulen dann, und dass wir auch das Mitnehmen im Zug unterstützen wollen. Dann gibt es so einen Block, den habe ich da jetzt zusammengefasst, als Trends und Innovationen, also dass man so Themen wie Cargo-Bikes, wie S-Pedelecs, solche neuen Entwicklungen, es gibt ganz tolle neue Orientierungsangebote, es gibt mittlerweile Wegweiser, die sagen, guten Morgen Emma, da ist dein Weg zur Schule mit einem Pfeil da hinüber, haben wir noch nicht umgesetzt, aber dass solche Dinge eben auch gedacht haben. Ja, eine Sammlung an Alltagsmaßnahmen, ganz entscheidend, ich glaube gerade auch dafür, dass man Kinder gerne dann mit dem Fahrrad unterwegs sein lässt. Erhaltung, Winterdienst, Schlaglöcher, kaputte Lichter an Kreuzungen, schlecht einsichtige Stellen, plötzlich eng gewordene Wege, weil das Grünzeug hereinwächst, solche Dinge, da müssen wir besser werden. Da müssen wir auch schneller und besser reagieren, wenn uns Nutzer Rückmeldungen zur Verfügung stellen, auf die wir immer wieder sehr angewiesen sind. Und was wir da auch brauchen, sind einfach radfreundlichere Normen und Gesetze. Derzeit darf man sehr vieles, das das Radeln einfacher macht, nicht. Man darf nicht, wenn es gefährlich ist, kurz mit einem Kind am Gehsteig fahren. Wenn es eisig ist, wenn diese Wege schlecht benutzbar sind, hat man immer diese Unsicherheiten, eben wie muss ich jetzt auf dem Radstreifen bleiben? Kann ich irgendwo ausweichen? Wir wissen, in den meisten Fällen kann man es, aber die Nutzer, die wissen das halt eben nicht unbedingt. Wieso muss man, wenn man eine intakte, funktionierende Radverkehrsanlage hat, an der Ampel warten, obwohl man auf der eigenen Anlage komplett konfliktfrei weiterfahren kann und so weiter? Da gibt es einige Dinge, an denen wir auch, die können wir als Land Vorarlberg natürlich verändern, nicht verändern, aber wir können probieren, den Bund lästig zu sein, dass es vielleicht dann doch einmal verändert. Ja, und dann gibt es dann den Bereich Radkultur, da geht es ganz schnell drüber, dass das Radfahren ganz selbstverständlich sein muss, dass das zu uns gehören soll, zu Vorarlberg gehören soll, zu Österreich gehören soll und nicht etwas ist, was man jeden Tag neu entscheidet. Und ich glaube, gerade das fängt bei Kindern an oder merkt man bei Kindern dann ganz stark. Wenn eben das nicht diskutiert wird, muss man jetzt mit dem Rad oder kann man vielleicht, wird man doch geführt oder gibt es Alternativen, sondern wenn das einfach zum Alltag und zur Routine gehört da haben wir auch ein Maßnahmenbündel dafür, das aber heute nicht im Mittelpunkt stehen soll. Und was eben das ganz Entscheidende ist, und darum geht es ja auch eben, ist diese attraktive Infrastruktur, die habe ich auch deshalb an den Schluss gestellt. Bisschen was habe ich davon schon erzählt. Wir setzen darauf eben auf dieses kommunalen Straßen- und Wegenetz als Boden der Pyramide, die Nahversorgung. So gut wie niemand wohnt am Radschnellweg und arbeitet am Radschnellweg und fährt nur dazwischen. Und gerade eben, wenn man möchte, dass Kinder diese Wege auch selbstständig zurücklegen können, dann ist diese Feinverteilung, ist dieses letzte, die letzte Kreuzung, der letzte Meter halt auch entscheidend. Darauf aufbauend haben wir ein Grundnetz von über 1000 Kilometer Landesradrouten in Vorarlberg. Das sind eben diese höchst geförderten Routen, die schon in einem breiteren Standard ausgebaut sind. Und noch einmal, darauf aufbauend gibt es noch nicht, aber wird es zukünftig ca. 200 Kilometer Radschnellverbindungen geben. Das sind eben diese Schwerpunkte. Das ist auch das, was unsere Arbeit im Alltag vor allem beschäftigt, eben wie setzen wir das um, wie unterstützen wir Gemeinden, wir arbeiten eng, wir sitzen in der Abteilung Straßenbau mit den Kollegen hier zusammen, wenn eben Projekte an Landesstraßen gemacht werden und mittlerweile eigentlich flächendeckend zumindest thematisiert wird, könnte man hier noch was für den Radler tun oder verbessern, das heißt noch nicht, dass bei jedem Projekt immer alles dann ganz so umgesetzt wird, wie wir uns das vielleicht vorstellen, aber da ist doch allerhand in Bewegung gekommen. Ich bin jetzt kurz die Fragen am Rand soll im Anschluss beantworten, sonst bitte kommt kein Einspruch, dann ist das so. Dann sprich ich noch kurz fertig zuerst. Und eben das sieht man ein bisschen, also ich kann da glaube ich nicht zeigen, aber also Vorarlberg, das ist der Siedlungsraum, da leben 90% der Leute, die wir hier mit Landesradrouten gut erschließen können, darauf aufbauend eben dieses Schnellverbindungsnetz, mit dem wir ebenfalls alle Ballungszentren bis auf die kleinen Talschaften gut abholen und gut erschließen können. Das baut darauf auf, dass es eben zwei Achsen gibt.
eine durch den besiedelteren Teil und eine entlang des Rheins Ilz, also das ist eine starke, etwas schönere Route, dafür ein bisschen länger, und dazwischen kann man auf so Leitern gut hin und her wechseln. Und ja, und wir haben uns eigentlich, ich habe mir jetzt auch im Vorfeld, jetzt bin ich da heute her, ja, im Vorfeld von heute überlegt, ja gut, das ist die Planung für die Infrastruktur, das ist doch alles dann kinderfreundlich und damit haben wir doch das Thema erledigt. Und bin dann eben selbst eigentlich zu ein paar Fragen gekommen, die ich aber schon gerne in den Raum stellen würde. Wenn wir das alles umsetzen, wenn wir das alles machen, können dann Kinder in ganz Vorarlberg überall ohne Problem Rad fahren? Und ich glaube, sie könnten es an vielen Orten. Und trotzdem glaube ich, hätten wir vielleicht nicht überall nur zufriedene Kundschaft, wenn ich das einmal so ausdrücken darf. Wir haben immer mehr das Thema, und ich habe das da probiert, in ein paar Stichworten festzuhalten, ich nenne es jetzt mal so die Diversität. Also wir haben sehr unterschiedliche Radfahrende, oder? Wir haben solche, die wollen auf dem allerdirektesten geraden Weg, am liebsten direkt auf der Straße. Kann ich auch verstehen, schnell, die trauen sich das, die fahren auch entsprechend selbstbewusst, entsprechend schnell. Die haben keine Freude, wenn man schöne, sichere, abseits geführte Umwege haben, wo man vielleicht dafür mit einem Kind ein Kind lieber fahren lässt. Oder eben, was ist es unser Ziel, alle, die mit dem Rad unterwegs sind, auf einer Infrastruktur unterzubringen, fahren Laufräder neben S-Pedelecs, neben Rennrädern, neben Cargo-Bikes, neben ganzen Sportgruppen und dem, der dringend zur Arbeit muss und schon zu spät dran ist, sollen die alle auf dem gleichen Weg fahren können? Und ist unsere Antwort darauf, ja, der soll halt breit genug sein, oder müssen wir mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und Notwendigkeiten anders umgehen? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz eins zu eins das Thema des Webinars, aber das hat mich doch beschäftigt im Vorfeld. Eben ist diese ist eine Diskrepanz zwischen kinderfreundlicher und radfreundlicher Infrastruktur. Und wie gehen wir denn damit um? Ich glaube, die Diskrepanz ist nicht groß, aber ich glaube, wir müssen sie uns bewusst machen, dass wir nicht mit einem Weg da alle Bedürfnisse abdecken können. Ja, andere Punkte, die uns eben auf dem Weg, die es uns manchmal schwer machen, dahin zu kommen, sind natürlich schon, dass wir einfach an die Grenzen kommen der Flächen, die uns zur Verfügung stehen für zusätzliche Infrastruktur. Wir haben dann auch noch das Thema Fußverkehr. In den Großstädten ist das ja wieder so ganz emotional diskutiert, bei uns noch ein bisschen weniger, aber ist natürlich auch ein Thema. Brauchen wir zusätzliche, brauche ich einen Gehweg zur Schule und einen Radweg zur Schule? Kann der gemischt sein? Was ist mit bestehenden Infrastrukturen? Können die gemeinsam genutzt werden? Wie gehen wir auch mit Standards um? Wenn man jetzt im Neubau sehr, sehr hohe Standards haben und dann aber oft einmal nicht umsetzen können, weil wir ja Fläche nicht bekommen, Finanzierungen nicht bekommen, vielleicht mitunter auch nicht auf allen Ebenen der politische Rückhalt dafür da ist, das umzusetzen, macht man dann gar nichts oder doch besser Kompromisse? Ja, das sind so Fragen, die ich einfach ein bisschen mit einbringen wollte. Und ich wollte schließen damit, mit dem ich begonnen habe, nämlich mit meiner eigenen Antwort drauf. Ich glaube, wir können nur kindertaugliche Infrastruktur schaffen, wenn wir zu Einschränkungen für den MIV bereit sind, wenn wir dazu bereit sind, allgemeine Tempi zu senken. Und aber an diesem Punkt wird es auch Radfahrer betreffen, nicht nur den motorisierten Individualverkehr. Wir müssen wirklich für kindergemachte Umgebungen besonders reduzieren und schützen, Stichwort Schulvorplätze. Und wir müssen, um das zu erreichen, bereit sein zu investieren in Flächen, in Boden, in Finanzen, in rechtliche Rahmenbedingungen. Aber da ist sehr, sehr viel zu tun. Von selber passiert es nicht. Und wir probieren es halt Schritt für Schritt und manchmal kommen wir 3 Schritte vorwärts und dann gibt es Tage, da machen wir auch 2 Schritte rückwärts. Aber ich hoffe, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ja, soweit einmal von mir. Jetzt
suche ich irgendwo einen Blick zur Richtung Moderation, ob ich jetzt diese Fragen abarbeiten soll oder wie das jetzt weitergeht. Anna, ich würde jetzt die eine oder andere Frage rausnehmen. Also wir haben ganz unterschiedliche Arten von Fragen bekommen, eher allgemein gerichtete Fragen, die ich ganz gerne in die Podiumsdiskussion reinnehmen möchte. Ein paar, die recht stark jetzt schon auf Vorarlberg und die Strategie im speziellen Bezug nehmen. Da war zum Beispiel die eine Frage, ob es in Vorarlberg möglich ist, das Rad im Bus mitzunehmen. Du hast ja die Bahn erwähnt in deinen Folien. Wie schaut es mit dem Bus aus? Ja, auf ausgewählten Strecken im touristischen Bereich möglich, aber nicht flächendeckend und ist auch schwierig umsetzbar, da wir doch im Busverkehr zum allergrößten Teil im Alltags- und Pendlerverkehr fahren und das B- und Entladen mit Rädern die Fahrpläne zum Großteil unfahrbar macht. Aber der Verkehrsverbund arbeitet da an Schwerpunkten, dass das zumindest im Kulanzfall möglich sein soll auf allen Bussen, also wenn jetzt wirklich ganz schüttet und das Rad kaputt ist, dass man dann nicht hinausgeworfen wird. Und es gibt Angebote, zum Beispiel im Bregenzer Wald mit eigenem Radbus, der einen eigenen Kurs fährt, eben mit mehr Zeit zum End- und B-Laden mit eigenem Hänger. Da gibt es touristische Regionen, die das schon aufgegriffen haben und wir hoffen sehr, dass das mehr werden. Da sind wir natürlich dann aber stärker im Ausflugsbereich und jetzt nicht, wenn man am Weg zur Arbeit das Fahrrad schnell mitnehmen möchte. Was sich für mich dann noch gleich anschließt als Frage ist, wie geht man mit anderen Fahrradtypen um, insbesondere wenn es um Kindermitnahme geht. Das heißt, das ganze Thema Lastenräder, Fahrradanhänger, da wird das Ganze ja noch mal spur komplizierter. Mit der Barrierefreiheit der Fahrzeuge im Schienenverkehr lösen sich da einige Probleme, auch im Zugang. Wir haben barrierefreie Bahnhöfe weitgehend. Im Bus schaut es ganz anders aus. Ja, also ich denke, ein Cargo-Bike im Bus mitnehmen, das wird wohl nicht die Mainstream-Lösung sein, die alle Familien verfolgen, sonst haben wir da bald einmal ein Problem. In den Zügen geht es immer besser, wobei wir auch da feststellen, also es gibt da immer wieder Diskussionen auch mit den ÖBB, ob ein Kinderanhänger jetzt ein Kinderwagen ist oder ein Fahrrad, der eine zweite Karte benötigt. Wir setzen uns natürlich für Ersteres ein, für diese Sichtweise, stellen aber natürlich fest, dass also wir haben Platz für Fahrräder in den Zügen und wir bekommen neue Züge, wann auch immer bestellt und gefertigt, sind sie nicht zugelassen bis jetzt, die ja Vielfaches von Fahrrädern mitnehmen können. Wenn da viele Kinderhänger drin sind, ist natürlich auch so ein Radabteil gleich voll. Und da kommen wir auch an Kapazitätsgrenzen, wenn das zur Lösung für sehr viele wird. Da wird man schauen müssen, wie man damit umgeht, damit halt trotzdem noch eben ein- und aussteigen möglich ist und der Fahrgast ohne Gefährt auch noch gut mitfahren kann. Aber also unser Ansatz wäre da eben Angebote zu schaffen, dass das Mitnehmen wirklich nur noch dann für die notwendig ist, die wirklich keine Alternative haben und dass für die allermeisten das Abstellen, das Nutzen von Sharing-Angeboten, Falträder oder Ähnliches auch so attraktiv wird, dass die es wirklich mitnehmen müssen, nicht zur Mehrheit werden. Da gibt es gleich im Anschluss daran noch eine Frage, was die Kapazitäten in den Zügen betrifft, die als viel zu gering wahrgenommen wird im Vorarlberg. Ja, die sind jetzt sicher viel zu gering. Es sind neue Züge bestellt. Diese Talent 3 Garnituren von Bombardier, also wer Vorarlberg Bezug hat, hat das vermutlich in den Medien wiederholt mitbekommen. Diese Züge können die sind umrüstbar zwischen Sommer- und Winterlayout. Im Winter können sie bis zu viermal so viele Fahrräder mitnehmen als jetzt im Sommer. Im Winter ein bisschen weniger. Die haben einen eigenen Fahrrad, ja, Waggon ist das ja nicht mehr bei dieser Art Zug, aber halt einen eigenen Fahrradbereich, wo wirklich nur Fahrräder abgestellt werden und zusätzlich dazu 5 solche Mehrzweckbereiche, die man jetzt schon kennt, mit diesem Klappsitz, wo man die Räder hinlehnen kann. Bis auf eine Tür kann man überall bei jeder Tür dann Räder abstellen. Also diese Züge, ich bin selber drin gestanden und habe sie genutzt und getestet und war recht begeistert davon. Die sind da sicher eine deutliche Erleichterung, bieten auch fast eine Verdoppelung der Sitzplätze. Sie sind so neu, dass sie nicht zugelassen sind und wir warten alle drauf. Das bin ja jetzt selber nicht in der Bahnplanung, aber auch als Vorarlbergerin warte ich auf die Züge und hoffe, dass die da kommen. Wie gesagt, ich habe sie gesehen, es gibt sie, sie sind da, aber ich weiß nicht, wann sie fahren dürfen.
Wunderbar, wir freuen uns alle darauf. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur ein Vorarlberger Problem, sondern das Problem haben viele andere Bundesländer und die Hoffnung, dass die durch neue Fahrzeuge dann auch dementsprechend gelöst wird. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass Vorarlberg da mehr mitdenkt als andere Bundesländer, wenn es um Kapazitätsausweitungen, insbesondere aber auch bei der sich einzumischen geht, bei der Neubestellung von Fahrzeugen und wirklich zum richtigen Zeitpunkt dann auch diese Interessen der Radfahrer und Radfahrerinnen eingebracht werden. Ich hätte noch eine Frage für dich, Anna. Da geht es hauptsächlich um das, was du angesprochen hast, diese Kooperation mit den Gemeinden. In der Gemeinde sind die Bürgermeister ja oftmals nicht ganz so radaffin. Was ist, wenn ein Bürgermeister in Vorarlberg den Radweg blockiert? Was ist insbesondere, wenn es um einen Radweg geht, der zwei Gemeinden verbinden soll, beide Gemeinden dagegen sind, das Land jetzt auch nicht unbedingt das auf der obersten Agenda hat. Selbstständig baut das Land noch keine Radwege zwischen Gemeinden, oder? Wenn die Bürgermeister dagegen sind in Vorarlberg. Doch, aber nicht, wenn das Gemeindestraßen sind. Also das ist der seltenere Fall. Also wenn zwei Gemeinden das nicht wollen und das Land nicht dahinter ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Radweg keine sehr hohe. Also das muss ich jetzt schon mal so vorwegnehmen. Wir haben das Glück, dass wir doch einige engagierte Gemeinden, also Bürgermeister haben und auch Gemeinden, wenn so nicht immer der Bürgermeister selbst ist, aber das doch einfach durch den nicht, ja, wir haben ja Gemeinden mit 25% Radanteil, das merken die schon, dass da ein Bedürfnis da ist und dann wird es nicht ganz so nach hinten gestellt, wie es vielleicht sonst der Fall wäre. Aber wenn ein Projekt keinen Rückhalt hat in den Gemeinden, ist es ganz schwierig. Es gibt schon eine Zuständigkeit des Landes, wenn das auf Landesstraßengrund gebaut wird. Also wenn der Radweg tatsächlich unmittelbar landesstraßenbegleitend ist. Diese Fälle gibt es. Wir probieren zwar grundsätzlich, wir haben flächendeckend sogenannte regionale Radroutenkonzepte, wo in Akkordanz mit Gemeinden und Land festgelegt wurde, wo soll die höchstrangige Route laufen. Und das ist schon eher dann auf dem Gemeindestraßennetz, weil es einfach attraktiver zu fahren ist als direkt neben der Landesstraße. Es gibt aber auch diese Fälle, wo das die attraktivere und bessere Variante ist und gewählt wurde. Und wenn der Radweg dort ist, dann ist das Landbauherr und kann ihn auch, ja, ich meine, die Gemeinden bei Grundablöse sind sie laut Straßengesetz dann schon involviert und könnt, aber da ist die Gemeinderolle dann deutlich kleiner und das Land kann dann auch selber tätig werden. Wir haben aber an und für sich eher die Situation, dass wir eine sehr lange Wunschliste von Gemeinden haben, eine sehr lange Wunschliste landesintern, was alles notwendig wäre, was schon auch in verschiedensten Konzepten festgehalten wurde, wo Bedarf festgestellt wurde dass man nicht, die Projekte dauern und die Grundablösen dauern und die Finanzverhandlungen dauern und dann haben wir auch noch ein Dauerthema, wenn das wassergeschützte, naturgeschützte Gebiete sind, auf die wir natürlich Rücksicht nehmen wollen. Aber auch das ist zeitintensiv, dass wir überhaupt mit den Projekten nachkommen. Also den Fall, dass jetzt bei uns in der Abteilung ein Projekt gibt, das wir unbedingt gerne hätten und es betreibt noch keiner, das ist eher der seltenere. Wir laufen eher dem, Gott sei Dank, dem hinterher, wo der Wunsch schon besteht und wir zu langsam sind oder zu langsam sein müssen aufgrund der Umstände, um diese Wünsche abholen zu können. Aber ich verstehe das so, wenn es in eurer übergeordneten Planung drinnen ist, dann würde das Land, so es sich um eine Landesstraße B, also im Kompetenzbereich des Landes handelt, dann würde das Land hier schon tätig werden, auch wenn dieses Interesse nicht ganz klar von den Gemeinden formuliert wird. Ja, wenn das Interesse anderswoher dann formuliert wird, landesintern, ja. Also es gibt so Projekte, wo wir wissen, da gibt es keinen Radweg, da gehört ohnehin laut Konzept und der wird trotzdem momentan, ist er halt auf der Liste dann irgendwie Nummer 63 und wird momentan nicht aktiv betrieben. Die gibt es, so ehrlich muss man schon sein, die gibt es natürlich auch, aber es gibt auch welche, wo wirklich wir als Land aktiv uns drum kümmern oder auch wenn es eine Gemeindestraße ist, aktiv die Gemeinden besuchen und wieder besuchen und motivieren und beackern, dass doch da endlich sich was tun sollte. Das tun wir dann schon auch. Wie oft ist eigentlich dieses Thema Kinderfreundlichkeit der zentrale Zugangspunkt für die Neugestaltung oder den Neubau von Radinfrastruktur? Beziehungsweise es gibt eine Frage aus dem Plenum, ob es speziell als kinderfreundlich ausgewiesene Radinfrastruktur in Vorarlberg auch gibt. Was wollt ihr da?
Also es gibt ausgewiesen als kinderfreundlich nicht. Es gibt schon Routenempfehlungen, wenn jetzt Familienausflüge machen wollen oder so. Man sieht, da ist es besonders, da kann man jetzt einen schönen Sonntagsausflug oder so machen, aber nicht, dass jetzt flächendeckend kategorisiert wäre, wo es eben kinderfreundlich ist oder nicht. In der Form haben wir das nicht. Die Planungsfrage kommt immer häufiger, kommt interessanterweise auch häufiger in den Gesprächen mit den Gemeinden, die sagen, da möchte ich doch eben, also diese Perspektive, würde ich da mein Kind fahren lassen, und wenn die Antwort nein ist, dann haben wir etwas zu tun. Der Gedanke, der verbreitet sich schon stark, eben was mir halt, ich finde das sehr erfreulich, gleichzeitig merke ich, dass es manchmal für gewisse Projekte auch ein bisschen ein Hemmnis sein kann, weil dann in der Argumentation eben kommt, dass dieser tolle Weg durch den Wald den Kinder ganz abenteuerlich und super finden und der halt ein ewiger Umweg ist und holprig und sonst was, als eh so kinderfreundlich angepriesen wird, dass man dann sagt, ja, aber da, wenn man jetzt im Asphalt was baut und die kurze Verbindung, die wäre doch dann, also wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass diese Interessen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das erleben wir noch nicht oft, aber doch dann vereinzelt. Also dass eben dieses kinderfreundliche, na, stell dir vor, da fährt ein Fünfjähriger ganz alleine und dann ist das gefährlich und so müssen wir da das Radfahren aber verbieten, eben, dass das nicht das Ergebnis der Thematisierung der Kinderfreundlichkeit ist. Aber in Summe finde ich das sehr erfreulich und sehr unterstützenswert, dass diese Planungsperspektive zunimmt. Wunderbar. Anna, es gäbe noch ein paar Fragen. Wir werden versuchen, die dann mit in die Podiumsdiskussion mitzunehmen. Ich möchte mich auch gleich bei dir bedanken, weil du mit deinen Fragen, die wir hier immer noch sehen, ich glaube, dieses Feld sehr gut aufgerissen hast, was die Diskussion betrifft, was auch diesen Zugang betrifft, mit dem Thema Standards. Können zu hoch sein, besser als gar nichts. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich jeder Entscheidungsträger auf Landes-, aber auch auf Bundesebene stellen muss. Auch diese ganze Thematik der Diversität unter den Radfahrenden, also zwischen den unterschiedlichen Typen von Radfahrenden. Und natürlich dann noch viel spannender, wenn wir dieses ganze Thema zu Fuß gehen mit auch noch hineinnehmen. Die Fragen würde ich gerne mitnehmen in die Podiumsdiskussion und würde jetzt... Eines ganz kurz, aber es sind nur zwei Bilder, die habe ich vergessen, aber die nur dazu passen würden, zu dem, was du gerade gesagt hast, Andreas. Nämlich eben, welche Radinfrastruktur ist denn jetzt die kinder- und familienfreundliche? Oder wir haben das, wo alle auf einem Weg sind und wir kennen eben dieser Weg da gerade bei uns im Büro ums Eck, der als so familienfreundlich angepriesen wird und sicher auch ganz toll zu radeln ist, aber eben ist denn das der Standard, den wir uns für den Radverkehr allgemein wünschen? Ja. Und ich wollte nur mit den die Bilder noch zeigen, dann bin ich schon still. Wunderbar, es gibt nichts Schöneres als Bilder. Herzlichen Dank für deinen Input. Wir sehen dich dann in der Podiumsdiskussion wieder, Anna. Ich darf jetzt in den Bereich der Fußgängerinfrastruktur gehen und darf Petra Jens bitten, ihre Folien vorzustellen. Petra Jens arbeitet für die Mobilitätsagentur Wien. Sie ist die Fußgängerbeauftragte der Stadt Wien und reist mit Ihrem Input jetzt das Thema Fußgängerinfrastruktur und wie können wir flächendeckend eine sichere Fußgängerinfrastruktur erreichen auf. Natürlich in Ihrem Habitat, das heißt am Beispiel der Stadt Wien. Petra, bitte um deine Einführung, Ausführung. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Vorstellung. Danke auch für die Einladung. Es ist tatsächlich jetzt ein anderes Habitat. Ich war jetzt gedanklich auf den Vorarlberger Waldwegen und jetzt kommt ein bisschen viel Asphalt und Großstadt. Ich bin seit 8 Jahren Fußgängerbeauftragte in Wien und die Mobilität von Kindern ist von Anfang an ein sehr großes Thema bei uns in der Mobilitätsagentur. Ich wurde gebeten, darzustellen, wie die Stadt Wien gedenkt, zu einer kinderfreundlichen Infrastruktur, also Straßeninfrastruktur zu kommen. Da habe ich einiges da jetzt aufbereitet und ich bitte aber um Verständnis, dass ich aus heutiger Sicht noch nicht so viel sagen kann, wie es die nächsten 5 Jahre konkret weitergeht, da wir noch auf unsere neue Regierung warten. So,
Zwei Strategien habe ich hier herausgegriffen, die vielleicht sehr großen Einfluss haben werden auf kinderfreundliche Infrastruktur, auch jetzt unabhängig von verschiedenen Koalitionen, die es in den nächsten Jahren geben wird in Wien. Das eine ist die Smart City Rahmenstrategie, auch Klimastrategie für Wien genannt. Sie ist sehr prominent verankert in der Stadt Wien. Sie hat die Ziele, die hohe Lebensqualität in Wien zu halten, weiterzuentwickeln, unter größtmöglicher Ressourcenschonung und unter Zuhilfenahme sozialer und technischer Innovationen. Und da gibt es ein Ziel, das für Kindermobilität auch relevant ist, nämlich dass kurze Wegstrecken bis zu 5 Kilometer auch in Zukunft mindestens 70% aller Wege der Wienerinnen und Wiener ausmachen und dass diese großteils mit Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden. Das ist ein Radius, der für die Mobilität von Kindern und Jugendlichen sehr relevant ist. Die zweite Strategie, die ist etwas jünger, aber sehr, sehr spannend und es lohnt sich, da mal einen Blick drauf zu werfen. Das ist die heuer im Gemeinderat beschlossene Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien. Kinder- und Jugendstrategie ist ein mehrmonatiger Partizipationsprozess vorangegangen, der hieß Werkstatt Junges Wien. Und in diesem Prozess waren mehr als 22.500 Kinder und junge Erwachsene eingebunden. Das war der größte Partizipationsprozess zu diesem Thema, den es in Wien jemals gegeben hat. Und es sind da mehrere Handlungsfelder jetzt beschrieben und zwei sind für unser heutiges Thema relevant. Das ist das Kapitel Platz und Raum und das Kapitel Verkehr und Mobilität. Es sind sehr viele Einzelmaßnahmen darin formuliert, die wir alle kennen, von Barrierefreiheit bis hin zu kindersicheren oder kinderfreundlichen Radwegen. Ich möchte nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich habe da unten den Link eingeblendet. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Nur so viel. In dem Prozess waren die Kinder und Jugendlichen angehalten, der Stadt Medaillen zu verleihen für Dinge, die sie toll finden und auch aufzuzeigen, was sie nicht so gut finden. Und unter den zwei Themen, die über alle Altersgruppen die Kinder problematisch finden oder wirklich verbesserungswürdig finden, gab es zwei Themen. Das eine war der Umgang mit Drogen und das andere Verkehr. Das heißt, es ist die Kinder und Jugendlichen machen sich sehr viele Gedanken über den Verkehr und über unsere Mobilität und fordern jetzt auch von der Stadt, dass hier etwas getan wird. Das Schöne an diesem Prozess ist, dass alle Abteilungen der Stadt Wien angehalten sind, in diese Strategie reinzuarbeiten und ihren Teil beizutragen, um die Forderungen zu erfüllen. Und es hat mir sehr große Freude gemacht, beim Kapitel Mobilität hier mitzuschreiben. Eine Arbeitsgruppe, die es schon länger gibt in Wien, ist die Arbeitsgruppe Wegbegleitendes Spiel. Ich habe mich jetzt bewusst an den Straßenraum gehalten. Wir haben in Wien sehr viele Parks und Spielplätze und so. Das soll heute nicht das Thema sein, sondern hier geht es darum, dass Spielen eine universelle Tätigkeit ist von Kindern, die auch entlang von Alltagswegen möglich sein soll. Es gibt mittlerweile eine Spielfibel der MA19. Das ist die Abteilung für Stadtgestaltung und Stadtarchitektur. Die Spielfibel ist als Praxishandbuch zu verstehen und zeigt auf, welche Strukturen alle geeignet sind, damit Kindern auf ihren Wegen auch spielen können. Das können Mäuerchen sein, auf denen man dann balancieren kann oder wie hier ein extra angebrachtes, ein Ding, das sich dreht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt.
das Thema Wohnstraßen möchte ich auch ansprechen. Das ist ein Straßentypus, den es seit den 80er Jahren gibt in Wien, der auch flächendeckend verbreitet ist. Er ist eigentlich recht super, weil er Kindern erlaubt, auch die Mitte der Straße, also die Fahrbahn, zu benutzen. Allerdings funktioniert das nicht. Also es sind mehr oder weniger verkehrsberuhigte Nebenstraßen, die hauptsächlich dem Parken dienen. Das Verbot des Durchfahrens wird missachtet und auch nicht kontrolliert weitgehend. Und man kann sagen, dass die ursprüngliche Intention nicht ganz erreicht worden ist. Deswegen gibt es in den letzten Jahren Versuche, aus den Wohnstraßen wieder mehr zu machen, als sie jetzt sind. Hier ein Beispiel, und das war bahnbrechend für Wien, dass man eine Oberfläche, also eine Straßenoberfläche färbig gestaltet hat, um so den Autofahrern zu signalisieren, dass sie hier in einem anderen Raum sind. Wir sehen aber auch, dass beidseits weiterhin mehr oder weniger geschlossene Parkspuren sind und das Spielen in diesem Straßenraum findet jetzt nicht wirklich statt. Aber wir sind weiter dran und mittlerweile gibt es auch schon ähnliche Ansätze. Radmotorikpark, also wir haben in Wien zu wenig Möglichkeiten, dass Kinder in einem Schonraum Radfahren erlernen. In vielen Parks ist das Radfahren verboten. Und jetzt gibt es den ersten Radmotorikpark in Kaisermühlen und weitere sollen folgen. Auf dem Bild sehen Sie den kleinen Pauli. Der hat letzten Samstag vor einer Woche auf diesem Radmotorikpark Radfahren gelernt. Der ist mit seinem Laufrad hingekommen und hat von unseren Betreuern dort ein Fahrrad bekommen. Und hier sieht man seine ersten selbstständigen Meter auf dem Fahrrad. Wir arbeiten gerade an einem Betreuungskonzept für die Radmotorikparks, wie man niederschwellig auch Kindern, die jetzt gar kein Rad haben oder Kindern, die noch nicht so sicher Rad fahren, hier auch Unterstützung bieten kann und auch Tipps an die Eltern geben kann. Das ist etwas, was gerade bei uns in der Mobilitätsagentur in Ausarbeitung ist. Wenn wir uns die Mobilität von Kindern anschauen, dann sehen wir, dass das Zu-Fuß-Gehen eine ganz große Rolle spielt und auch das Öffi-Fahren. Das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist in 99,9% der Fällen mit dem Zu-Fuß-Gehen kombiniert. Das heißt, wenn man für Kinder etwas machen möchte, ich spreche jetzt für Wien, und kinderfreundliche Verkehrsinfrastruktur herstellen möchte, dann sollte man sich mit dem Zu-Fuß-Gehen beschäftigen. Der häufigste Weg für Kinder ist der Weg zur Schule oder zur Bildungseinrichtung. Es lohnt sich auch hier einen Blick zu werfen in den Modal Split des Schulweges, hier der 6- bis 10-Jährigen. Wir sehen, die Wiener Kinder sind ganz super, die gehen ganz viel zu Fuß und fahren mit den Öffis. Aber etwa jedes fünfte Volksschulkind wird mit dem Auto zur Schule gebracht und das verursacht in der Früh vor den Schulen mitunter ein Verkehrschaos und auch Unsicherheit für alle Kinder. Deshalb haben wir den Typus Schulstraße eingeführt mit zwei Pilotversuchen. Schulstraße ist ein temporäres Fahrverbot vor einer Volksschule. Das gilt für eine halbe Stunde bis zu Unterrichtsbeginn. Wir haben das in zwei Pilotversuchen am Vormittag und am Nachmittag jeweils getestet und in Folge dann ausgerollt. Der erste Pilotversuch hat ergeben, dass die Schulkinder nach Einführung der Schulstraße tatsächlich seltener mit dem Auto gebracht worden sind. Das wäre das gelbe Segment hier in der Ansicht. Und sie sind häufiger zu Fuß gegangen mit dem Rad gefahren. Es gibt jetzt flächendeckend für ganz Wien einheitliche Kriterien und auch ein einheitliches Prozedere, wie man eine Schulstraße implementiert. Die Mobilitätsagentur begleitet diesen Prozess. Es gibt aktuell etwas
Aktuell gibt es 6 Schulstraßen in Wien, wobei 2 davon Sonderfälle sind. Die Märzstraße im 14. Bezirk ist mittlerweile dauerhaft autofrei geworden, direkt vor der Schule. Und die Friesgasse im 15. Bezirk, die war schon etwas älter, war schon länger eine Schulstraße. Hier ist das temporäre Fahrverbot nur durch Verkehrszeichen gekennzeichnet und dementsprechend funktioniert das auch nicht so gut. Was ist besser als eine Schulstraße? Besser als eine Schulstraße ist ein dauerhaft autofreier Schulvorplatz. Hier ein Beispiel aus Währing, wo in einem partizipativen Prozess gemeinsam mit den Schulkindern, aber auch mit den Anrainerinnen die Straße vor einer Schule gestaltet worden ist. Diese Schule hat sehr beengte Platzverhältnisse. Gegenüber ist ein Park, der häufig von den Kindern genutzt wird. Und jetzt sieht das in etwas so aus. Es ist ein Grätzelplatz geworden, wo sich auch Erwachsene gerne treffen, wo sehr viel sozialer Austausch stattfindet. Und die Kinder können jetzt sicher und ungefährdet den Park erreichen. Hier noch ein etwas älteres Beispiel aus dem 1. Bezirk, auch gemeinsam mit Kindern gestaltet. Ein jüngeres Beispiel sind die coolen Straßen. Ursprung ist die Wiener Hitzekarte. Wir bereiten uns auf eine zunehmende Hitze in der Stadt vor. Prognosen sagen uns Temperaturen wie in Skopje voraus für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Und darauf bereitet sich die Stadt auf verschiedenste Weise vor. Und die Hitzekarte ist eine Grundlage dafür. Sie zeigt die heißesten Gegenden von Wien, aber sie zeigt nicht nur die Temperaturen, sondern sie ist mit soziodemografischen Daten verschnitten. Das heißt, da, wo es besonders dunkelrot ist, ist es nicht nur besonders heiß, sondern da leben auch besonders viele Kinder und ältere Menschen, weil sie besonders stark von Hitze betroffen sind. Eine Maßnahme war es, an diesen Hitze-Hotspots sogenannte coole Straßen zu errichten. Das sind einerseits temporäre Maßnahmen, das heißt einen Straßenraum, der jetzt schon beschattet ist von Bäumen, im Sommer kurzerhand autofrei zu machen. Also es wird dort weder gefahren noch geparkt und diesen Raum für die Bevölkerung als zusätzlichen Aufenthaltsort im Freien zur Verfügung zu stellen. Es gibt dann auch noch ein Wasserelement, zusätzliche Möblierung und eine personelle Betreuung. Zusätzlich unter dem Titel Coole Straßen Plus gab es auch eine zentrale, oder gibt es immer noch eine von der Stadt Wien finanzierte Förderung für bauliche Maßnahmen mit dem Ziel, solche Straßenräume im Sommer kühler zu machen durch Baumpflanzungen und Wasserelemente, Entsiegelung vom Boden. Es sind in diesem Jahr 5 solcher coolen Straßen umgebaut worden und für nächstes Jahr sind 16 weitere geplant. Es ist auch deswegen interessant, weil es ansonsten für Fußverkehrsinfrastruktur eigentlich keine zentralen Mittel oder zentrale Förderschienen gibt. Ganz kurz möchte ich noch eingehen auf kommunikative Maßnahmen, also Mobilitätsmarketing, das ist die Kernkompetenz der Mobilitätsagentur. Wir begleiten diese Veränderungsprozesse in der Mobilität kommunikativ. Und wenn wir über die Mobilität von Kindern sprechen, dann müssen wir mit Eltern sprechen, weil sie die Entscheidungen darüber treffen, wie ihre Kinder unterwegs sind. Und das kann nicht früh genug anfangen, deswegen fangen wir bereits bei der Familiengründung an. Wir schauen, dass wir in Familien an Familien Botschaften senden, wenn sich ein Baby ankündigt oder ein Baby da ist. Wir sind hier zum Beispiel mit den Hebammenzentren in Kontakt. Wir haben versucht, die Begleitbroschüren für den Mutter-Kind-Pass zu beeinflussen. Wir sind in Willkommenswäschepaket der Stadt Wien drinnen mit unseren
Informationen. Und hier sehen Sie eine Broschüre für Jungeltern, die ganz einfache Tipps bereithält von was muss ich beim Tragetuch beachten, bis wie breit muss ein Kinderwagen sein, dass ich in eine alte Straßenbahngarnitur reinkomme, bis hin zu ab wann kann ein Kind am Kindersitz fahren und wie funktioniert das eigentlich mit einem Transportfahrrad. Es geht weiter mit einem Bildungsangebot für Kindergärten. Auch hier immer ein Element dabei, das an die Eltern gerichtet ist. Und mit Die Stadt und Du haben wir erstmals ein durchgängiges Mobilitätsbildungsprogramm für alle Volksschulen. Es ist gratis und recht strukturiert aufgebaut und hat ganz viele Kooperationspartner dabei, von Polizei bis Wiener Linien und ÖMTC. Das heißt, es ist ein umfassendes Mobilitätsbildungspaket. Es schließt die klassische Verkehrserziehung mit ein, aber hat einen besonderen Fokus auf der aktiven Mobilität mit Gesundheits- und Klimaaspekten. Und selbstverständlich sind hier auch die Fahrradkurse mit inbegriffen. Aktuell arbeiten wir an einem weiteren Modul für die Sekundarstufe 1, also für die 10- bis 14-Jährigen. Das war's auch schon. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Petra. Fragen gibt es zur Wohnstraße. Ich finde dieses Bild ganz wunderbar, dieser Oberflächengestaltung der Wohnstraße. Würde ich Auto fahren in Wien, dann würde ich mich dort, glaube ich, sicher fragen, ob ich mit dem Parkvorgang nicht einen Spielplatz verstelle. Es scheint aber in der Praxis nicht ganz so gewirkt zu haben. Also der Autofahrer dürfte einfach den Raum für sich beanspruchen, wenn dieses Bild jetzt wirklich symptomatisch für diese Situation ist. Oder ist das nur eine Ausnahmesituation gewesen? Diese blaue Straße, die ich hergezeigt habe, oder was war die Ausnahmesituation? Die blaue Straße. Die blaue Straße. Also die blaue Straße ist ein Experiment gewesen, ob man durch farbliche Gestaltung das Verhalten der Autofahrer, aber auch das Verhalten der Fußgänger verändern kann. Die Antwort ist, die Farbe allein macht es nicht aus. Man müsste noch mehr an der Gestaltung arbeiten und vor allem die Parkspuren zumindest perforieren. Also wann immer, das gilt auch für Begegnungszonen. Also das ist jetzt keine neue Weisheit. Aber wenn ich einen Straßenraum habe, wo rechts und links eine geschlossene Parkreihe ist, dann wird sich da in der Mitte der Straße nicht viel abspielen, außer dass da Autos fahren. Aber es ist einmal ein Schritt in eine Richtung, die sagt, so wie die Wohnstraßen gedacht waren, wie sie gemeint waren, so funktioniert das derzeit überhaupt nicht. Gibt es oder hat es gegeben eigentlich eine Informationskampagne zum Thema Wohnstraßen? Weil du ja sagst, im Grunde wissen die Leute ja gar nicht, dass es da eigentlich ein Durchfahrverbot gibt. Ist da etwas angedacht oder hat es das schon gegeben? Naja, also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man den Leuten hinten nach die StVO erklären muss. Ich würde sagen, wenn ein Straßenraum so gestaltet ist, dass ich da sehr viel erklären muss, dann ist vielleicht nicht der Fehler bei der Information, sondern der Fehler beim Straßenraum. Also wir haben keine Kampagne gemacht in dem Sinn, aber es gibt eine Kulturinitiative in Wien, Space and Place, die sich ganz speziell dem Thema Wohnstraßen widmet und die den rechtlichen Rahmen der Wohnstraßen nutzt, bis ausreizt. Also die machen Veranstaltungen, Animationen im Straßenraum, weil die Wohnstraße wirklich sehr, sehr viel zulässt, was den rechtlichen Rahmen betrifft. Und damit leisten sie eine ganz wertvolle Bewusstseinsarbeit. Wunderbar. Und eine letzte Frage noch. Wenn ein Anrainer jetzt Interesse hätte, dass seine Wohnstraße im Umfeld kinderfreundlich umgestaltet wird, oder so umgestaltet wird, wie das hier auf diesem Bild zu sehen ist, wendet er sich wahrscheinlich an die Bezirksvertretung. Absolut. Alles, was mit dem Zu-Fuß-Gehen zu tun hat, ist Sache der Bezirke. Und auch in der
betrifft auch das Budget der Bezirke. Gut, und die Bezirksvertretung würde damit da immer 46 höchstwahrscheinlich Kontakt aufnehmen, um das. Ganz genau. Es gibt zentrale Mittel in der Stadt Wien für Stadtgestaltung und neuerdings eben auch für das Thema coole Straßen, also dass dann Straßenräume so umgestaltet werden, wie wir es da auf dem Bild gesehen haben als Beispiel. Ups, so. Also mit ein bisschen einer Entsiegelung vom Boden, Baumpflanzungen und kühlenden Elementen. Und eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. Wunderbar. Petra, herzlichen Dank für deinen Input. Ich freue mich schon auf die nachfolgenden Diskussionen auf dem Podium, wo es sicher auch um Konflikte gehen wird, wie coole Straße versus Radinfrastruktur. Das sehen wir zum Teil in Wien. Bäume statt Rädern oder umgekehrt. Das ist sicher etwas, was in dieser Diskussion in der Folge ein spannender Aspekt sein kann. Erstmal herzlichen Dank. Ich darf jetzt überleiten zum Martin Eder und wir verlassen somit die Landes- bzw. die Stadtebene und springen eine Ebene höher, wenn man das so sehen will, auf die Ebene des Bundes. Martin Eder ist Ratkoordinator im neuen Ministerium für Klimaschutz, BMK. Er widmet sich mit seinem Vortrag mit der Frage, wie kommen wir flächendeckend zu kindersicherer Rad- und Gehinfrastruktur bis 2030, wobei es ihm vor allem wahrscheinlich darum geht, welche Rolle da auch der Bund, also die nationale Ebene, spielen kann. Wir haben schon gehört, die Gemeinden machen viel, das Land versucht auch viel zu machen, macht viel. Wie unterstützt der Bund hier diese Initiativen? Martin, ich darf dich um deine Ausführungen bitten. Danke, Andreas. Ja, danke auch an die Vorredner. Einige der Fragen, die auch mir in der Vorbereitung gekommen sind, sind ja schon aufgetaucht. Es freut mich, dass ich Ihnen jetzt mal noch den Blick des Bundes auf das Thema Rad und Infrastruktur für das Zu-Fuß-Gehen lenken darf. Auch die Fragestellung, warum wir uns überhaupt beschäftigen mit dem Thema, dass wir eine flächendeckende Infrastruktur bis 2030 benötigen. Die meisten, die sich das Regierungsprogramm der aktuellen Bundesregierung genau durchgelesen haben, werden sicher auch drüber gestolpert sein über das doch sehr umfangreiche Kapitel zur aktiven Mobilität mit dem Thema Fahrradoffensive und zu Fuß gehen. Ich habe es nur mal kurz rausgenommen als Erinnerung, dass sich die Bundesregierung ziemlich klar im jetzigen Regierungsprogramm bekennt, den Radverkehrsanteil zu steigern auf 13% bis 2025 und dazu auch schon relativ konkret im Regierungsprogramm nennt auch den Ausbau der Bundesfinanzierung, den Abbau finanzieller Barrieren, aber auch der Attraktivierung von Radwegen im ländlichen Bereich. Das sind jetzt nur mal Auszüge aus dem Regierungsprogramm. Auch das Zu-Fuß-Gehen ist sehr prominent vertreten. Einerseits mit der Weiterentwicklung und Umsetzung des Masterplan Gehens zur Förderung des Fußverkehrs und aber auch mit dem politischen Auftrag, die Bundesmittel und die Bundesförderung auch für Infrastruktur für das Zu-Fuß-Gehen auszuweiten. Was bedeutet für uns jetzt als Ministerium und als Bundesverwaltung dieses Regierungsprogramm? Es ist aus meiner Sicht ein sehr klarer politischer Auftrag. Das hilft uns natürlich in der Förderung in der Umsetzung der Arbeit. Das Zweite, und das kommt später noch, ist auch, dass schon 2020 das Budget zur Förderung der aktiven Mobilität deutlich erhöht wurde seitens des Bundes. Und der große Rahmen, warum das auch im Regierungsprogramm verankert ist, ist, es soll ein wichtiger Beitrag sein, um auch das Ziel zu erreichen eines klimaneutralen Österreichs bis spätestens 2040. Und soweit wir jetzt die Berechnungen intern uns angeschaut haben, ist das im Verkehrsbereich ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Darum auch schon das Zwischenziel 2030, innerhalb von 20 Jahren im Verkehrssektor klimaneutral zu werden, ist eine sehr ambitionierte Aufgabe und da spielt die aktive Mobilität dann noch eine sehr wichtige Rolle dabei. Wo stehen wir momentan beim Radfahren und zu Fuß gehen in Österreich? Die Mobilitätserhebung Österreich unterwegs aus dem Jahr 2013-14
im Conti-Erhebungsformat zeigt uns, dass wir, dass 7% aller Wege in Österreich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, 18% der Wege zu Fuß zurückgelegt werden. Und das zeigt einerseits auch gewisses oder birgt gewisse Problematiken auch in sich des Conti-Erhebungsdesign, weil die Verkehrsmittelwahl für den Weg herangezogen wird für das Hauptverkehrsmittel, das heißt für jenes Verkehrsmittel, das den längsten Wegeanteil hat. Kombinierte Wege und jeder Weg mit dem öffentlichen Verkehr ist immer automatisch ein kombinierter Weg, weil man die U-Bahn-Stationen nicht in den Keller oder in der Tiefgarage hat. Das heißt, man muss immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu den öffentlichen Verkehrshaltestellen gehen. Und diese kombinierten Wege werden dem öffentlichen Verkehr zugerechnet, was dann auch zur Folge hat, dass die aktive Mobilität, das Radfahren und zu Fuß gehen, in der Wahrnehmung unterrepräsentiert ist. Es wird sicher ein Thema sein für die nächsten Jahre, wie man in der Verkehrsstatistik auch zu etwas besseren Darstellungen und auch der tatsächlichen Bedeutung mehr gerecht werdenden Darstellungen kommt. Im Regierungsprogramm ist jetzt enthalten einerseits, dass wir den Radverkehrsanteil auf 13% steigern wollen und sollen. Und beim zu Fuß gehen zumindest die 18% die 18% zu Fuß Gehanteil gehalten wird. Mit dem Hintergedanken, dass auch im Fußverkehr in den letzten Jahren der Anteil an den Wegen sehr stark abgenommen hat, eine Folge der Zersiedelung, die, wenn man weiß, wie lange Raumplanung wirkt und Raumordnung wirkt, auch noch die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommen werden. Es war dann eigentlich in der Vorbereitung gar nicht so einfach, einen Status quo zur Infrastruktur zu geben. Und das sage ich jetzt ganz auch selbstkritisch, ist vielleicht auch bisher auch für die Bundesebene noch nicht so der Fokus gewesen. Wie viel Infrastruktur gibt es denn überhaupt in Österreich für das Radfahren und zu Fuß gehen? Auch aus der Kompetenzverteilung heraus, dass der Bund traditionell sich nicht für die, für den lokalen Verkehr zuständig fühlt. Die Errichtung von Infrastruktur fürs Zu-Fuß-Gehen und Radfahren auf lokaler und regionaler Ebene angesiedelt ist, also bei den Gemeinden und Ländern. Die einzigen Zahlen, die ich dazu jetzt gefunden habe, ist, dass wir aus der Grafen-Integrationsplattform wissen, es gibt 234.000 Kilometer Strecken in Österreich, wo man Radfahren darf. Da ist natürlich jetzt von der Landesstraße B bis zur Gemeindestraße, aber auch bis zu reinen Radwegen alles drinnen. Die Österreich-Werbung kommuniziert meistens 15.000 Kilometer touristische Radrouten. Das reine Straßennetz auf Landes- und Gemeindeebene umfasst aber 122.000 Kilometer. Das heißt, es ist ein großes To-Do schon einmal für die nächsten Jahre auch bessere Statistiken zu bekommen. Auch über die Arten der Infrastruktur, weil Radfahrerlaubnis nicht gleich Radfahren, nicht immer auch kindersicheres Radfahren bedeutet, vom Mehrzweckstreifen auf der Fahrbahn bis zum baulich getrennten Radweg gibt es natürlich viele Unterschiede. Der zweite Punkt zum Thema Qualität ist, dass es derzeit Richtlinien gibt, also als Mindestqualitätskriterien, die sogenannten RVS Fußverkehr bzw. RVS Radverkehr. Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen. Diese sind aber jetzt nicht, wenn es im Bereich der Qualitätskriterien geht, rechtsverbindlich. Sie stellen den Stand der Technik dar und sind jetzt nicht in Straßengesetze auch verbindlich gemacht. Und was man auch beobachten kann in den letzten Jahren, mit dem ich mich mit der Radverkehrsförderung beschäftigen darf, ist gerade beim Radfahren die Diskussion mischen oder trennen. Wenn wir jetzt den Hintergedanken haben, dass es eine kindersichere Radinfrastruktur sein soll, gab es vor 10 Jahren noch stärker die Einschätzung, dass das Radfahren auf der Fahrbahn die bessere Methode ist, um den Radverkehr zu fördern. Hat sich in meiner Wahrnehmung die Expertenmeinung auch verändert, dass man heutzutage eher der Meinung ist, dass Trennen besser ist als das Mischen. Und das ist auch eine der Fragen, die dann auch die Anna Schwärzer schon richtig gestellt hat. Ist es jetzt immer das Beste oder kann man überhaupt alle radfahrenden Nutzergruppen in eine Gruppe stecken oder muss man nicht auch da noch stärker differenzieren? Letzter Punkt noch zum Status quo Infrastruktur ist das Budget. Wie viel Budget steht überhaupt zur Verfügung? Auch das ist etwas, was man in der Statistik gar nicht so einfach rausbekommt.
Wir wissen, dass Bund und Länder gemeinsam jährlich ein Straßenbaubudget von rund 2 Milliarden Euro haben. Davon der größere Teil bei der ASFINAG mit 1,2 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die Bevölkerung Österreichs bedeutet es, dass jährlich 228 Euro pro Einwohner in den Straßenbau investiert werden. Wir haben heuer für den Radverkehr ein Budget von Bund und Länder von rund 80 Millionen Euro, schon mit der aufgestockten Summe. Das bedeutet derzeit, dass wir bei 9 Euro pro Einwohner liegen. Dort sind jetzt die kommunalen Mittel noch nicht dabei, aber die sind auch schwerer zu erheben. Aber es zeigt einmal ungefähr auch ein gewisses Ungleichgewicht in dem, wie Geld investiert wird oder wo Budget auch vorhanden ist, wenn man sich die Infrastruktur anschaut. Das Potenzial ist und das Verlagerungspotenzial in Richtung aktive Mobilität ist vorhanden. Es ist schon auch öfters genannt worden. Aus der Mobilitätserhebung Österreich unterwegs wissen wir, dass mehr als 60% der Pkw-Fahrten kürzer als 10 Kilometer sind. Also ideal fürs Zu-Fuß-Gehen oder fürs Radfahren oder für das Elektrofahrrad. Und das wird dann meistens auch unterschätzt in der Diskussion. Wenn es dann weitergeht mit dem öffentlichen Verkehr, die erste und letzte Meile für den öffentlichen Verkehr ist am besten, wenn sie natürlich aktiv mobil erfolgt, und es ist nicht zu unterschätzen auch für die Wirksamkeit des öffentlichen Verkehrs, die intermodale Schnittstelle, das heißt die Fußinfrastruktur zum Bahnhof, zu der Haltestelle und auch die Radinfrastruktur zu den Bahnhöfen. Ohne einer qualitativen und guten ersten und letzten Meile wird auch das öffentliche Verkehr das Potenzial nicht ausschöpfen. Und gerade im Hinblick auf die Klimaneutralität ist das auch nicht zu unterschätzen. Noch einmal als Erinnerung, dass die Anna Schwärzler hat auch in einer Folie gut gebracht, das Traumpaar ÖV und Fahrrad. Und ich würde sogar sagen, das Traumpaar ÖV und aktive Mobilität. Der öffentliche Verkehr hat ein ideales klimafreundliches Verkehrsmittel für den schnellen Transport von A nach B. Die Flächenbedienung ist damit nicht so leicht möglich. Und erst in der Kombination mit der aktiven Mobilität ist beides machbar. Und darum ist es auch relevant, dass auch das Umfeld von Haltestellen sich genauer angeschaut wird. Was machen wir jetzt als Ministerium für Klimaschutz über Klimaaktiv Mobil schon mal als erste Umsetzung seitens des Regierungsprogramms? Wir haben die Chance bekommen, dass das Budget für das Klimaaktiv Mobil Förderprogramm aufgestockt worden ist von 4 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro, das heißt eine Verzehnfachung des Budgets, das unter anderem auch für den Radverkehr zur Verfügung steht. Damit haben wir im Förderprogramm auch die Einreichung von Gemeinden über 30.000 Einwohnern wieder ermöglichen können. Es sind auch jetzt wieder Mobilitätsmanagementmaßnahmen möglich, die bisher aus Budgetmangel nicht gefördert werden konnten, wie Schnuppertickets oder die Besuchermobilität wieder förderfähig. Wir haben einen neuen Schwerpunkt im Bereich der Radschnellverbindungen gesetzt. In der E-Mobilitätsoffensive wurde die Bundesförderung erhöht. Ja, und weiterhin möglich, auch im ländlichen Raum sich die EU-Mittel als Kofinanzierung abzuholen. Die Online-Einreichung für Gemeinden, Triebe, Vereine ist seit 1. Juli möglich, und abhängig vom Maßnahmenmix ist eine Förderquote von bis zu 50% erreichbar. Nur als Beispiele, was es jetzt im Bereich des Zu-Fuß-Gehens und des Radverkehrs bedeuten kann an Maßnahmen, angefangen von Infrastruktur über bewusstseinsbildende Maßnahmen, aber auch bis zu Fahrrädern, Transporträdern sind förderfähig. Und was uns derzeit auch freut, ist, dass diese Maßnahmen, die klimaaktive Mobilförderung, auch kombinierbar ist mit dem kommunalen Investitionsgesetz. Das heißt, Gemeinden können sich neben der klimaaktiven Mobilförderung auch noch die Zuschüsse aus dem Klimainvestitionsgesetz abholen und kombinieren. Dasselbe gilt auch für Betriebe. All die Maßnahmen sind als erhöhte Investitionsprämie mit 14% nochmals bezuschusst. Wir wissen auch, dass aus dem Förderprogramm alleine die Projektanreichung
nicht ganz so einfach ist, auch für mittlere, mittelgroße Gemeinden. Wir bieten deswegen ein kostenloses Beratungsprogramm an, sowohl für die Gemeinden als auch für die Betriebe. Und meine Einladung und Empfehlung an alle ist, bitte nutzen Sie auch diese Beratung im Vorfeld. Wenn Sie eine Idee haben für ein Projekt, wenden Sie sich an die Beratungsprogramme. Sie bekommen dort Unterstützung. Es wird gemeinsames Projekt entwickelt und dann auch die Förderreichen begleitet, weil wir Frustration vermeiden wollen. Wir möchten nicht, dass dann Projekte entwickelt werden, die dann eingereicht werden und dann aus formalen Kriterien vielleicht abgelehnt werden müssen. Deswegen ist die klare Empfehlung, nutzen Sie die Angebote und wenden Sie sich an das Beratungsprogramm, wenn Sie ein Projekt umsetzen wollen. Was wir in Vorbereitung sind, ist, dass wir auch ein neues Programm zur aktiven Mobilität starten wollen, weniger im Bereich der Beratung, weil die Beratung über die Zielgruppenprogramme schon abgedeckt ist. Wir wollen im Bereich der Aus- und Weiterbildungsangebote im Bereich Radverkehr und zu Fuß gehen, verstärkte Akzente setzen. Und ein großer Teil, der im Programm Aktive Mobilität abgewickelt werden soll, ist die Unterstützung von Radverkursen und Volksschulen. Und neben der Infrastruktur der Beratung ist aus unserer Sicht auch immer sehr wichtig die Bewusstseinsbildung. Wir haben schon und werden auch weiterhin in die Weiterentwicklung der Bund-Länder-Motivationskampagne Österreich Radelt investieren. Und sind auch dabei, dass wir uns Gedanken machen, zum Thema zu Fuß gehen, eine Kampagne zu entwickeln, die auch auf Bundesseite das Thema stärker unterstützt und das Bewusstsein erhöht dazu. Die Frage ist auch schon gekommen, warum überhaupt kindersichere Infrastruktur? Muss die Infrastruktur überhaupt kindersicher sein? Aus meiner Sicht ist kindersicher vielleicht auch nur ein Schlagwort als Goldstandard für eine Infrastruktur. Die Kinder sind als Nutzende der zu Fuß gehen Infrastruktur und der Radfahrinfrastruktur die aus meiner Sicht anspruchsvollste Gruppe, weil sie ein sehr hohes Bedürfnis auch hat an die Infrastruktur, an die Leichtverständlichkeit, an die Sicherheit. Das Bild, das ich hier zeige, ist aus der Schweiz. Damals in Zürich vor rund 10 Jahren, als der Züricher Radverkehrskoordinator uns die Stadt gezeigt hat, hat er selbst gemeint, auf diesem Mehrzweckstreifen würde er seine Kinder nicht Radfahren lassen, das wäre ihm zu gefährlich. Als Sinnbild dafür soll jetzt die Radinfrastruktur getrennt sein oder kann sie auch gemischt werden? Für das Zu-Fuß-Gehen gilt das analog auch. Hier ein aktuelles Beispiel aus Oberösterreich. Durch das Auflassen einer Bushaltestelle in einer Streusiedlung müssen die Schulkinder jetzt 1 Kilometer entlang der Bundesstraße zur nächsten Bushaltestelle gehen. Theoretisch ist das Zu-Fuß-Gehen am Straßenrand erlaubt und auch möglich, aber die Frage ist, ob das jetzt eine kindersichere Zu-Fuß-Geh-Infrastruktur ist oder ob es da nicht bessere Lösungen braucht. Was aus unserer Sicht auch wichtig ist, ist, dass neben der Infrastruktur oder der sicheren Infrastruktur dann nicht sehr schnell auch das Argument kommt, ja, das ist alles zu gefährlich und darum müssen die Kinder mit dem Auto gefahren werden. Wir haben jetzt aus dem Bereich des Radfahrens ein Beispiel, weil das auch sehr gerne genannt wird, Radfahren ist zu gefährlich. Das Unfallrisiko alleine reduziert die Lebensdauer bei Radfahrenden um 1 Woche. Jedoch der Gesundheitsnutzen durch die aktive Bewegung und die Mobilität erhöht sich um 49 Wochen, wenn ein Autofahrer auf das Fahrrad umsteigt. Und das Analoge gibt es auch beim Zu-Fuß-Gehen. Wir wissen, dass der Bewegungsnutzen deutlich größer ist als das Unfallrisiko. Das heißt, es ist auch ein großes Thema, ob es jetzt objektiv unsicher ist oder subjektiv unsicher. Und dass das subjektive Unsicherheitsgefühl nicht als Ausrede benutzt wird, um nicht zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren. Das Thema Platzbedarf und Platzverbrauch, Bodenverbrauch ist auch schon genannt worden. Wir haben dazu uns einmal angeschaut, wie viel Platz benötigt denn
wirklich jetzt eine Landesstraße B oder eine Radschnellverbindung und welche Kapazitäten haben diese beiden Infrastrukturen. Und es überrascht dann, wenn man es genauer anschaut und durchdenkt, ist es irgendwie logisch. Man hat mit einer Radschnellverbindung die doppelte Kapazität an Personen pro Stunde beim halben Platzverbrauch gegenüber einer Landesstraße B. Darum ist es jetzt, auch wenn es in den städtischen Räumen immer eine Diskussion ist, kann das jetzt sollen die Pkw-Stellplätze weggenommen werden für einen Radweg oder können nicht die Radfahrenden am Gehsteig fahren? Das ist dann der nächste Verteilungskampf und Diskussion über den Platzverbrauch. Dann ist es klar, dass rein aus der Kapazität des Verkehrssystems dem Radverkehr natürlich Vorzug zu ziehen ist gegenüber dem Kfz, weil er deutlich weniger Platz benötigt. Ja, zusammenfassend sehe ich jetzt mal als große Herausforderung bis 2030 vier große Hauptpunkte. Budget reflektieren unsere politischen Prioritäten, hat Hillary Clinton gesagt. Das heißt, die erste Frage ist für mich auch immer, wie hoch ist denn überhaupt der Investitionsbedarf? Wie viel Geld und Budget benötigen wir für eine gute Radinfrastruktur oder für eine kindersichere Radinfrastruktur? Wie viel Geld benötigen wir für eine kindersichere zu Fuß gehen Infrastruktur österreichweit? Und wenn man den Investitionsbedarf kennt, wie kann dann auch mittelfristig die Finanzierung und das Budget dafür sichergestellt werden? Die zweite Herausforderung aus meiner Sicht sind, wenn wir das Budget haben und wir haben jetzt schon deutlich mehr Budget und wir merken das auch jetzt schon in der Umsetzung mit dem Förderprogramm, sind die Personalressourcen und das Know-how überhaupt vorhanden? Für die Umsetzung gibt es in den Gemeinden genügend Mitarbeiter, die Infrastrukturerrichtung auch abwickeln können, von der Planung bis zur Bauausschreibung. Ich habe hier nur das Beispiel gebracht, dass die ASFINAG für rund 2200 Kilometer Autobahnbetreuung, rund 2900 Mitarbeitende hat. Kann jetzt natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber nur als Anstoß, Diskussionsanstoß, dass es vielleicht auch dementsprechend mehr Personalressourcen in den unterschiedlichen Gebietskörperschaftsebenen benötigt. Die dritte große Frage ist, wo soll investiert werden? Brauchen wir eine flächendeckende Infrastruktur oder ist es besser, mal zuerst in den Potenzialräumen zu investieren, in dem Wissen, dass es dann nicht flächendeckend eine Infrastruktur geben wird oder es wird vielleicht auch nie eine flächendeckende Infrastruktur geben. Das ist auch eine Diskussion, die man führen kann. Und auch, ob es nicht abgestufte Qualitäten gibt. Anna Schwärzler hat das auch formuliert in muss es immer die beste Qualität sein oder kann es auch ein bisschen weniger sein? Dafür kann es dann umgesetzt werden. Diese Diskussion sehe ich als große Herausforderung. Auch die Frage, ob wir irgendwann mal auch zu einem Zielnetz des Zu-Fuß-Gehens kommen sollen oder werden. Für den Radverkehr gibt es diese Diskussion schon und ist auch ein Zielnetz österreichweit schon in Ausarbeitung. Das dann zeigen kann, zeigt auch, wo in den nächsten 10 Jahren vermehrt in den Radverkehr investiert werden soll. Und die vierte Herausforderung ist und ist auch in gewisser Weise eine Basis für die ersten drei, ist sehr stark das Bewusstsein. Ist das Bewusstsein in der Politik, in der Verwaltung und in der Bevölkerung vorhanden, dass es diesen Ausbaubedarf benötigt? Wenn das Bewusstsein in der Bevölkerung nicht vorhanden ist, dann ist aus meiner Erfahrung auch die Politik nicht bereit, die Budgetmittel, Personalressourcen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wie kommen wir dazu, dass das Bewusstsein auch für den Ausbaubedarf vorhanden ist? Beziehungsweise kommen wir dann nicht in die Diskussion, dass es ein sehr starkes subjektives versus objektives Sicherheitsgefühl gibt und ein Ausbaubedarf gefordert wird, wo er aus objektiven Sicherheitskriterien vielleicht gar nicht notwendig ist. Und als letzter Punkt dazu auch die Platzverteilung, die jetzt sehr stark die städtischen Räume betrifft. Wo platzieren wir den Radverkehr auf den Kfz-Stellplätzen oder doch am Gehsteig, wo es dann Konflikte mit dem Zu-Fuß-Gehen gibt? Ist
ist das Bewusstsein vorhanden, dass wir die Verteilung des Platzes im städtischen Raum so weit schaffen, dass es nicht zulasten des Fußgängers geht und genügend Platz für den Radverkehr zur Verfügung steht. Das sind einmal so die, aus meiner Sicht, die wichtigsten Herausforderungen bis 2030. Das Ziel ist sehr ambitioniert und wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann braucht es dementsprechend auch die Infrastruktur. Und die Frage ist für mich schon auch sehr stark, ob wir es schaffen, diese Infrastruktur bis 2030 auf den Boden zu bringen. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Martin. Sehr spannende Ausführungen, was ihr euch auf Bundesseite überlegt. Es gibt da auch gleich ein paar Fragen dazu. Das Thema Förderung ist ein sehr drängendes. Es gibt jetzt mehr Geld. Wie schaut es aber ab dem Februar 2021, wenn die Klimaaktivförderung ausläuft, wirklich aus? Gibt es eine Verlängerung? Und wie ist das Ganze vor dem Hintergrund Klimaschutz versus Corona zu sehen? Es ist nicht so, dass die Mittel dann alle auf Corona geparkt werden und der Klimaschutz zu kurz kommt. Also ich versuche jetzt gerade ein paar Fragen zu kombinieren und bitte dich um eine möglichst kurze Antwort, Martin, obwohl das natürlich eine sehr spannende Diskussion auch schon wieder wäre. Ja, zu den Fördermitteln nach 2021. Wir sind gerade in Gesprächen mit dem Finanzministerium und unser Interesse ist es, dass die Mittel auch nach 2021 zur Verfügung stehen, auch das Förderprogramm. Beim Budget ist es sogar weniger das Problem. Die derzeitigen Budgetpläne sehen entsprechende Mittel vor. Für die aktive Mobilität ist es eher ein Abwicklungsthema, dass wir diese genutzten Struktur noch weiterhin für die nächsten 7 Jahre nutzen können. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir da eine entsprechende Struktur noch haben werden. Zum Thema Corona oder Covid-19 und Budgetmittel, das wird eine Diskussion sein, die man dann erst in 2 Jahren führen wird können. Ob und wenn man sich die derzeitigen Ausgaben des Staates im Zuge der Covid-19-Krise anschaut, ist jedem bewusst, dass dieses Geld irgendwann mal auch wieder zurückgezahlt werden muss oder verdient werden muss als Staat. Das heißt, es ist in 2022, 2023 sicher auch mit Einsparungen im Bundesbudget zu rechnen. Und wie da dann die Diskussion läuft, das wird man dann erst sehen, ob das Geld dann noch ausreichend verfügbar ist, dass weiterhin in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden können. Umso wichtiger wäre es jetzt, wo das Geld da ist, dass die Antragstellung möglichst einfach ist und Förderkriterien jetzt nicht überbordend sind. Da wird insbesondere angesprochen, diese Frage, ich muss ein Mobilitätskonzept vorlegen, um einen Radlständer zu errichten. Ob man das nicht vereinfachen könnte, insbesondere bei kleineren Investitionen, die ja durchaus auch wesentlich sind, wenn es zum Beispiel um Mobilitätsketten geht. Ja, wir haben immer die Gratwanderung zwischen möglichst Einzelmaßnahmen fördern und doch ein Gesamtkonzept zu unterstützen. Wir sehen diese Diskrepanz und sind uns dessen auch bewusst. Darum sind wir auch immer etwas vorsichtig mit Einzelpauschalförderungen. Es gibt sie derzeit bei den Elektrofahrrädern und Elektrotransporträdern. Für die Radabstellanlagen ist es auch wieder geplant. Ansonsten sehen wir schon stärker den Vorteil, dass sich eine Gemeinde oder ein Betrieb auch umfassend mit dem Thema auseinandersetzt und nicht nur eine Einzelmaßnahme fördert, sondern mehrere Maßnahmen zusammenbündelt. Und dafür macht dann ein Konzept wieder Sinn und auch eine größere Einreichung. Und einen letzten Punkt würde ich noch gern aufgreifen. Du hast davon gesprochen, die Herausforderung wird auch sein, das auf den Boden zu bringen. Das heißt, wir brauchen auch ausgebildetes Personal, wir brauchen Experten, die das auch wirklich beplanen und dann umsetzen können. Da gibt es eine Frage dazu, nämlich ob es eine Ausbildung zum Radverkehrsplaner gibt. Der Fragende beantwortet das gleich auch negativ. Aber ist so etwas geplant, jetzt im Sinne auch eines Ausbildungsprogramms
seitens des Bundes. Wir wissen ja, in Deutschland gibt es diese 7 Stiftungsprofessuren, ist zumindest ein Zehntel wäre schön. Also nicht ein Zehntel, aber ein Neuntel oder ein Achtel, was es braucht, damit wir eine Professur haben. Also ja, die Frage ist schon richtig beantwortet worden. Ja, es gibt derzeit keine explizite Ausbildung als Radverkehrsplaner. Wenn man in der akademischen Ausbildung sich anschaut, gibt es natürlich die Verkehrsplanung im Bereich der Raumplanung oder Landschaftsplanung, Kulturtechnik, beziehungsweise Bauingenieurwesen, gibt es die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Das ist die derzeitige akademische Ausbildung. Eine Stiftungsprofessur für die aktive Mobilität wird diskutiert, ist jetzt bisher noch nicht entschieden, wo wir schon den Bedarf sehen, und dafür wollen wir auch bei Klimaaktiv Mobil das Programm Aktive Mobilität einsetzen, dass es Weiterbildungsangebote gibt. Es gibt vielleicht auch gar nicht so wenig Personalressourcen in den Verwaltungen, die sich derzeit mit Straßenplanung beschäftigen. Das heißt, Bauingenieure, die sehr wohl wissen, wie Straßeninfrastruktur oder Verkehrsinfrastruktur zu planen und zu bauen ist, denen aber speziell die Kenntnisse oder die speziellen Bedürfnisse des Zu-Fuß-Gehens oder des Radfahrens fehlen, da sehen wir schon die Möglichkeit, dass wir mit einem Weiterbildungsangebot auch das entsprechende Know-how schaffen können. Dankeschön. Es gibt noch eine ganze Reihe von spannenden Fragen, die ich leider ein bisschen hinten anstellen muss. Ich hoffe, wir können sie in der Podiumsdiskussion dann nochmal unterbringen. Ich darf Sie jetzt, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einladen, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. Wir würden von Ihnen gerne die Frage beantwortet haben, was Ihrer Meinung nach die Hauptgründe sind, warum die Infrastruktur für das Radfahren und das Zu-Fuß-Gehen nicht den Anforderungen von Kindern entspricht. Ich darf Sie bitten, bitte nur maximal zwei Antwortoptionen auszuwählen. Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Wir haben zurzeit einen relativ starken Trend, dass es in Richtung fehlendes Problembewusstsein geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bitte Sie, möglichst rasch hier jetzt an der Umfrage teilzunehmen, wobei sich jetzt an der großen Verteilung eigentlich nichts mehr ändert. Ich glaube, wir können das Ergebnis auch schon präsentieren. Über 50% sagen, es ist ein fehlendes Problembewusstsein. Ein Viertel in etwa schiebt es auf das Geld oder glaubt, dass das Geld das Problem ist. Wir haben gehört, dass eigentlich jetzt relativ viel Geld da ist. Ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was geändert. Wobei, wenn man sich die Investitionsvolumina anschaut, die wahrscheinlich notwendig sind, da sind ja Zahlen im Raum, die deutlich höher liegen als das, was jetzt von Bundes- und Landesseite gestellt wird, ist das sicher auch ein großes Problem. Rechtliche Barrieren werden angesprochen. Erstaunlicherweise sind nur 4% der Meinung, dass es an den fehlenden Personalressourcen liegt. Das mag vielleicht daran liegen, dass eben das Problembewusstsein noch fehlt und das Geld noch nicht in dem Maße da ist, dass wir dann wirklich auch in die Umsetzung kommen, in das, was der Martin angesprochen hat, nämlich dass das auf den Boden gebracht werden muss. Spätestens da werden dann die fehlenden Personalressourcen auch ein Problem darstellen. Aber ich glaube, an dem zu arbeiten, und jetzt glaube ich auch, das, was der Martin gesagt hat, meine Stiftungsprofessur für aktive Mobilität, ja, also gleich das gesamte Feld des Zu-Fuß-Gehens und Radfahrens abdecken, das wäre natürlich sehr, sehr spannend, wenn es hier entsprechende Mittel gibt, auch das Thema Bewusstseinsbildung, wenn das seitens des Bundes und der Länder nochmal stärker angegangen wird, dann schaffen wir es vielleicht, wirklich sichere Infrastruktur für Kinder zur Verfügung zu stellen. Gut, ich möchte jetzt überleiten in eine zugegebenermaßen wahrscheinlich etwas kürzer als gedachte Podiumsdiskussion. Zu dieser Podiumsdiskussion darf ich neben den drei Inputgebern noch dazu einladen, Barbara Kulmer. Barbara Kulmer ist Referentin für Umwelt und Energie in der Stadtgemeinde Weiz, das heißt einer Gemeinde in der Oststeiermark, die sehr aktiv in diesem Bereich der Förderung der aktiven Mobilität tätig ist. Und ich darf dazu einladen Veronika Zuser. Sie ist Teamleiterin beim Kuratorium für Verkehrssicherheit und beschäftigt sich in dieser
Rolle sehr, sehr stark mit diesem Thema sichere Infrastruktur, sei es jetzt für Radfahrende oder zu Fuß gehende Kinder, aber auch alle anderen Altersgruppen. Dazu kommen noch die Inputgeber, das heißt Anna Schwärzler, Petra Jens und Martin Eder. Ich hoffe, alle sind wieder dabei. Ich darf die Mitdiskutanten auffordern, nicht gleichzeitig zu sprechen. Da wäre ich sehr dankbar, sonst haben wir ein Problem. Das heißt, wenn Sie nicht sprechen, bitte Ihr Mikrofon zu deaktivieren. Und wenn Sie eine Wortmeldung haben oder direkt angesprochen werden, bitte das Mikrofon zu aktivieren. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Mitseher, Mitseherinnen und Mitseher, darf ich nochmal darauf hinweisen, sehr gerne auch hier wieder die Möglichkeit nutzen, Fragen in den Chat zu stellen. Wir werden versuchen, die dann auch mit aufzunehmen in die Diskussion. Ich würde gerne mit einer Frage starten, die Anna Schwärzler schon in ihrer Präsentation angerissen hat, dieses ganze Thema Diversität. Also was sich im Straßenraum bewegt, ist höchst unterschiedlich, was Tempobedürfnisse, Notwendigkeiten betrifft. Die Frage, reicht ein Angebot für alle? Ja? Und ist kinderfreundliche Radinfrastruktur per se eigentlich immer radfreundliche Radinfrastruktur? Und ich würde ganz gern die Veronika Zuser dazu einmal befragen, welchen Standpunkt sie da einnimmt. Veronika, du bist sehr aktiv auf der kommunalen Ebene, auf der regionalen Ebene, arbeitest aktiv auf nationaler Ebene mit Verkehrssicherheitsfragen, bist du beschäftigt. Wie würdest du an diese Fragestellungen herangehen? Also das ist, danke mal, dass ich überhaupt teilnehmen darf. Es ist ein schwieriges Thema, auf das es meines Erachtens keine ganz einfache Frage gibt, keine ganz einfache Antwort gibt. Also was man bei der ganzen Diskussion immer berücksichtigen muss, ist heute eh auch schon angesprochen worden, Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen, haben andere Bedürfnisse, haben auch eine andere Wahrnehmung, andere körperliche Fähigkeiten, was ihre Gefahreneinschätzung, ihre Reaktionszeiten, ihre visuelle, auditive Wahrnehmung betrifft. Beim Rad kommt dann noch dazu, dass das ein relativ komplexer Bewegungsablauf ist, zusätzlich zu all den kognitiven Eindrücken, die da auf einen einströmen. Das heißt, also Radwegplanung, Fußwegplanung, die sich auch an Kinder richtet, also die verfolgt dann quasi diesen Gesichtspunkt, dass sich die Infrastruktur an den Schwächsten orientiert. Also ein solidarisches System, auf die Schwächsten wird Acht gegeben. Das spießt sich naturgemäß mit denen, die besonders schnell in die Arbeit kommen wollen oder ihre Trainingsfahrten auf dem Rennrad machen, auf der gleichen Infrastruktur. Also eine Möglichkeit, die es jetzt in den letzten Jahren zum Beispiel ja gab, ist, dass man die Radwegbenutzungspflicht auch aufhebt. Also das ist etwas, was mir jetzt spontan einfällt, was man, wenn es eine getrennte Infrastruktur gibt, die baulich nicht so gestaltet ist, dass sie breit genug ist, dass alle Bedürfnisse gleichzeitig berücksichtigt werden können oder es zu viele Nutzergruppen gibt, also nicht überall sind ja alle Nutzergruppen immer unterwegs, kann man diese Benutzungspflicht aufheben. Es hat allerdings ein bisschen, so wie das Beispiel aus Wien von der Wohnstraße, den Nachteil, dass das relativ wenig bekannt ist, also dass oft dann diejenigen, die sie nicht nutzen müssten, die Infrastruktur dennoch nützen oder es beim motorisierten Individualverkehr auf wenig Gegenliebe stößt, wenn dann auf einmal noch Radfahrer auf der Straße unterwegs sind. Je nach örtlicher Situation natürlich auch unterschiedlich. Was man aber natürlich auch berücksichtigen soll, warum die Planung für Kinder so besonders wichtig ist. Also Kindheit ist auch eine wichtige Phase, um Mobilitätsgewohnheiten zu fixieren. Also so wie ich mich als Kind bewege, wenn ich jetzt nicht radikale Umbrüche habe, dann setzt sich das im weiteren Leben so fort. Also wenn wir zukünftige Radfahrer und Fußgänger gewinnen wollen, müssen wir die auch schon als Kind gewinnen. Genauso wie man auch im öffentlichen Verkehr mit überfüllten Schulbussen
zukünftige ÖV-Nutzer nachhaltig verschrecken kann, wenn es schlecht hergeht. Also genau das Gleiche gilt eben für alle Verkehrsmodi. Damit Kinder sicher unterwegs sein können, ist eben diese Angebotsplanung eben ein durchgehendes Netz, vor allem im Schulumfeld, da wo Kinder als erstes im Schulumfeld, im Wohnumfeld autark unterwegs sind, dass diese Wege besonders sicher sind. Dankeschön für diese Antwort auf eine zugegebenermaßen nicht ganz einfache Frage. Ich würde ganz gerne auf die kommunale Ebene kommen. Frau Kulmer, was macht denn jetzt die Stadtgemeinde Weiz, damit sich eure Kinder, und das sind ja die Zukunft, jeder Gemeinde sind die Kinder, damit sich die im Straßenraum auch wohlfühlen? Was haben Sie für konkrete Schritte gesetzt, auch vor dem Hintergrund dessen, was Veronika Zusatz gerade angesprochen hat, dass die Kinder ja die Nutzer des Straßenraums der Zukunft sind. Und wenn wir sie jetzt verschrecken, dann verschrecken wir sie wirklich nachhaltig. Und das ist sicher etwas, was uns in der Mobilitätswende jedenfalls Probleme bescheren würde. Ja, schönen guten Nachmittag aus der Oststeiermark, aus der Stadt Weiz. Etwas lauter, Frau Kulmer, wenn Sie sprechen können, wäre ich Ihnen dankbar. Also einen schönen guten Nachmittag aus der Stadt Weiz, aus der Oststeiermark. Bezüglich dem, was Sie da vorhin angesprochen haben, möchte ich noch erwähnen. Wir sind eine kleine Industriestadt im Osten von der Steiermark mit 12.000 Einwohnern. Aber die Besonderheit bei uns ist, dass wir gleichzeitig fast gleich viele Arbeitsplätze in der Stadt haben. Bedeutet natürlich jeden Tag ein immenses Verkehrsaufkommen. Was wir konkret gemacht haben in Bezug auf zu Fuß gehen und Radfahren, wir sind an die Basis gegangen. Wir sind in die Schule gegangen. Wir haben zwei Volksschulen. Eine, die ist auf dem sogenannten Weizberg. Dort haben wir dann unter dem Motto mit Sehen und Gesehen werden mit den Kindern zusammen ihren täglichen Schulweg begangen. Wir haben dort mit ihnen zusammen Verbesserungen durchgeführt. Aber was eben das Besondere ist, wir sind eingegangen auf das, was von den Kindern und von den Lehrern dort vorgeschlagen wurde. Wir haben auch ein Projekt gehabt, das CityWalk geheißen hat. Das war mit der Volksschule in der Stadt. Auch da sind wir mit den Kindern durch die Stadt gegangen und haben deren Bedürfnisse erhoben. Das heißt, wenn irgendwo ganz kleine Dinge oft, ein Sitzbankerl gefehlt hat oder wo eben der Gehweg nicht so in Ordnung war. Alle diese Anregungen haben wir aufgenommen und in unserer Strategie umgesetzt. Zusätzlich haben wir gemeinsam mit den Kindern alle Fußgängerübergänge, die entlang der neuen Straße entstehen, evaluiert und sind auf deren Bedürfnisse eingegangen. Es ist natürlich in einer kleineren Stadt, so wie Weiz, ist es vielleicht leichter, eben direkt vor Ort Umsetzungen zu machen. Aber damit es mitgetragen wird, muss man wirklich mit den Kindern zusammenarbeiten und mit den Lehrern. Weil eines hat sich auch gezeigt, der schwierigste Teil der Zusammenarbeit ist der mit den Eltern. Gerade die Eltern sind eher die nach wie vor mit den Kindern bis in den Schulhof hineinfahren wollen. Und wir machen zum Beispiel auch mit den Kindern diese Walking Buses, um ihnen das Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Aber es funktioniert nur mit Lehrern. Die Eltern sind leider nicht bereit, da mitzumachen. Und das ist eben, wir brauchen wirklich externe Experten, die uns unterstützen mit Argumenten, um den Eltern zu sagen, wie sinnvoll es eigentlich ist, diesen anderen Weg zu gehen. Die Frage vielleicht an die anderen Mitdiskutanten, wie geht es ihr mit dieser Zusammenarbeit mit den Eltern um? Ich glaube, das ist ja wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wenn man Kinder dazu bringen will oder Kindern die Möglichkeiten geben will, zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. Der VCÖ hat, glaube ich, in einer Umfrage 2015 gesagt, dass 39% der Eltern finden, dass es für ihre 5- bis 10-Jährigen zu gefährlich ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Ja? Also es ist eine Elternperspektive, das ist gar nicht so sehr die Kinderperspektive, weil die Kinder möchten ja eigentlich Fahrrad fahren, weil es ihnen nämlich Spaß macht. Wie geht's hier in der Stadt Wien zum Beispiel mit dem Thema um oder im Land Vorarlberg?
Okay, beginnen wir mal. Also, wir haben, wie eingangs erwähnt, ich sitze ja in der Abteilung Straßenbau. Wir haben nicht nur mit dem Thema Radfahren zu tun, sondern wir haben auch das Thema Schutzwege über Landesstraßen und Querungen natürlich stark. Jetzt weniger ich persönlich als die Kollegen. Und wir also haben in dem Bereich vor allem viele Elternkontakte und Elternrückmeldungen oder weitergeleitete Elternrückmeldungen. Die Eltern melden sich meistens in der Gemeinde und die Gemeinde meldet sich dann bei uns. Und wenn man also der Wunsch ist eigentlich recht eindeutig, man sollte überall vor jedem Haus einen Schutzweg hinmalen und dann wären sie alle zufrieden. Und wenn man das nicht tut, kommt, wie wahrscheinlich den meisten bekannt ist, immer dieses Argument, muss denn erst etwas passieren, bevor man da tätig wird. Und ich denke, wir sind da sehr viel bei diesem, wenn es um Eltern geht, was der Martin Eder zum Schluss angesprochen hat, mit der subjektiven und objektiven Sicherheit. Also, dass die Vorstellung, was ist ein sicherer, also, wann fühle ich mich als Elternteil sicher, wenn mein Kind unterwegs ist, ist die viel komplexere, als wann fühlt sich das Kind sicher oder kann tatsächlich mit der Situation umgehen oder das einordnen. Da sind wir, das Zweite wäre das Einfachere. Was wir aber haben, und ich finde, das ist eine sehr nachvollziehbare große Angst um Kinder im Straßenverkehr. Und ja, das Zutrauen ist da generell bei Eltern nicht wahnsinnig hoch, stellen wir fest, was die Kinder da leisten können. Also wir sind da, wo wir selber Kontakte haben, immer wieder, kommen wir immer wieder auf das gleiche Ergebnis, nämlich dass die Kinder da wesentlich mehr können sehen und im Blick haben, als ihnen die Eltern oder auch andere Erwachsene dann zutrauen. Und es sind aber nicht die Kinder, die uns mitteilen, wo sie denn diese, eben wo sie sich tatsächlich schwer tun oder also tatsächlich Gefahrensituationen auftreten, sondern es sind Erwachsene, die die Kinder dabei beobachten. Und ich glaube, dass da ein Delta oder eine Diskrepanz entsteht, dass dann der tatsächlich gemeldete Wunsch nicht unbedingt der ist, der die Situation für das Kind verbessern würde. Wie man das allerdings löst, also da kann ich jetzt leider keine Patentlösung liefern. Nur das ist eine Erfahrung, die wir da sehr stark machen. Also der Wunsch nach Sicherheit ist sehr, sehr groß. Das, was man sich unter Sicherheit vorstellt, da gibt es große Diskrepanzen. Veronika Zuser, ganz kurze Zwischenfrage. Dieses Thema subjektive, objektive Sicherheit, wäre es zum Beispiel eine Lösung, wenn mehr Eltern Radfahren könnten? Liegt es daran, dass die auch nicht mehr Radfahren können und dementsprechend überhaupt keine objektive Sicherheit, kein objektives Sicherheitsempfinden haben können? Das ist sicher ein Gesichtspunkt, also etwas, was man selber nicht praktiziert und nicht kennt, das lebt man auch seinen Kindern nicht vor und Kinder lernen ja sehr stark durch Vorbild. Also wenn ich als Elternteil mein Kind immer nur mit dem Auto in die Schule führe, dann lernt es, dass sich eigenständig auf der Straße fortbewegen, sei es als Fußgänger, sei es als Radfahrer ja gar nicht. Und mir fehlt als Elternteil natürlich dann auch das Feedback, ich sehe, wie mein Kind sich da tut, ob es eben diese Verkehrskompetenz und den Verkehrssinn entwickelt hat schon oder nicht. Das ist ja individuell auch recht unterschiedlich. Also das kann man nicht nur am Alter festmachen. Also insofern ist das jedenfalls ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt auch, dass wir Eltern dazu bringen, dass sie mit dem Kind Schulwege und später das Kind alleine aktiv bewältigen können. Also diese Bewusstseinsbildung, dass das wichtig ist. Es gibt ja auch genug Studien, wo man den Eltern das auch insofern schmackhaft machen kann, dass die Konzentration der Kinder nachher besser ist, wenn sie sich vorher aktiv bewegt haben. Ganz im Gegensatz zu, sie fahren passiv im Auto und die einzige Bewegung ist, dass sie sich dann aus der Schlange der anderen Elterntaxis, die da vor der Schule alles zupacken, rausbewegen. Also dieses, das greift da dann auch sehr stark ineinander mit dem, wie das Schulumfeld ausschaut. Also so wie es die Petra Jens auch angeschnitten hat. Also diese Elterntaxi zugestellten Schulräume, die dann allen Kindern, die zu Fuß oder mit dem Rad kommen, also das immens gefährlich machen. Und natürlich dann bei den Eltern noch dieses Chaos kann ich mein Kind ja nicht lassen. Also das ist eine Abwärtsspirale quasi, die man doch brechen muss. Und da gibt es ja auch
diverse Möglichkeiten, also eben von Schulstraßen, die gesperrt sind, designierten Elternparkplätzen. Und das muss aber eben immer in der Zusammenarbeit Kinder, Schule, Eltern auch stattfinden, weil es nur so akzeptiert wird. Also alle Akteure, die mitmachen. Und ein wichtiger Punkt bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist heute eh auch schon in den Vorträgen gefallen, ist die Geschwindigkeit. Also je geringer die Geschwindigkeit ist, desto eher können sich Kinder sicherer fühlen und können auch die Eltern dieses Gefühl bekommen, dass es sicher ist. Also rund um Schulen sollte Tempo 30 jedenfalls das Maß aller Dinge sein, beziehungsweise das Höchste, was eigentlich möglich ist, und eher lieber weniger. Vielleicht die Frage gleich weiter an Petra Jens. Schulstraßen sind jetzt ein paar Mal gefallen. Ihr habt ja eine Befragung gemacht, eine Evaluierung, was das Anreiseverhalten betrifft. Das war in deinen Folien noch drinnen. Habt ihr auch herausgefunden, ob sich das subjektive Sicherheitsempfinden bei Eltern geändert hat durch diese Schulstraßen? Ja, also ganz generell sind Eltern natürlich ein großes Problem. Sie sind aber auch ein sehr großer Teil der Lösung, weil Eltern, die etwas verändern möchten, im Schulumfeld in der Regel sehr artikulationsstark sind und eine sehr starke Gruppe sein können, mit der man arbeiten kann, wenn es vor Ort eine solche Gruppe gibt. Also die ersten Schulstraßen haben wir nur umsetzen können, weil da ganz starke Elternvereine dran waren. Und bei jedem Schulstraßenprojekt sehen wir, dass ganz viel Überzeugungsarbeit von Eltern zu Eltern passiert. Wir haben schon sehr viel überlegt, wie wir solche Prozesse unterstützen können. Und da sind wir noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Aber ein anderer Aspekt ist der, das, was ich auch aus meiner Praxis berichten kann, ist, dass wenn man am Thema Verkehrssicherheit stehen bleibt, man nicht sehr weit kommt. Sobald ich mit Eltern oder auch Bezirksvorstehern über Verkehrssicherheit spreche, sprechen wir über Gefahr, sprechen wir darüber, Radfahren, zu Fuß gehen, Kinder ist gleich gefährlich. Und es ist eine kommunikative Sackgasse. Wir müssen das, wie die Vorrednerin schon gesagt hat, aufbrechen. Und wie kann man das aufbrechen? Indem ich die positiven Aspekte hervorstreiche, indem ich es belohne und indem ich natürlich auch ein attraktives Umfeld schaffe. Wir haben jetzt ein Format gefunden, das heißt Bewegungsspiel im Grätzl. Das Prinzip kommt aus Großbritannien. Sind große Bewegungsspiele, wo man über mehrere Wochen Familien durch die Gegend laufen lässt und auf ihren Alltags- und Freizeitwegen Punkte sammeln lässt. Und so Schulen miteinander wetteifern, wer am meisten aktive Wege zurücklegt. Aktuell haben wir 8000 Spieler in zwei Grätzeln von Wien in Außenbezirken, die sehr autozentriert sind. Und das löst einiges aus, weil da dieses Spiel sehr stark in die Familien hineingreift. Wir verwenden das nur als einen Baustein in der Gesamtkommunikation. Ich kann das, was bisher alle gesagt haben, nur unterstreichen. Die Eltern sind Schlüsselpersonen, wenn es um die Schulwegmobilität geht. Und deswegen sind die Schulstraßen auch so ein wichtiges Instrument, weil sie ganz stark in das Verhalten der Eltern eingreifen. Schulstraßen sind ja eine Elternmaßnahme eigentlich. Und das Überraschende war in Wien, dass es da eine ganz hohe Akzeptanz gibt. Nicht nur von der Mehrheit der Eltern, sondern auch von der Mehrheit der Anrainer. Und das war eigentlich die Lernerfahrung, die wir gehabt haben in diesen Projekten. Dankeschön. Ich habe zwei Aspekte für die Bundesebene mitgenommen, Martin. Das eine, es ist einmal das Thema Mobilitätskompetenz gewesen. Mobilitätskompetenz auch als Unterrichtsgegenstand.
Das ist ja eine Forderung, die es auch schon ein bisschen länger gibt. Gibt es da Überlegungen dazu? Zurzeit haben wir eine freiwillige Radfahrprüfung. Und ja, alles, was ehrenamtlich oder aus der Initiative der Lehrer kommt, ist es angedacht, da auch auf Bundesebene stärker einzuwirken. Wobei natürlich immer die Frage ist, welche Schulstufe und wie schaut die Kompetenz des Bundes wirklich aus? Das zweite ist das Thema Geschwindigkeit. Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 bzw. weniger als 30 wird als eine der wesentlichsten Maßnahmen gesehen. Wir haben auch vorher aus dem Chat heraus noch die Fragen gehabt oder die Feststellung gehabt, dass man durch regulative Maßnahmen eigentlich sehr kostensparend jetzt auf einen kinderfreundlichen Straßenraum hinarbeiten könnte. Hier noch einmal stärker auch von seitens des Bundes entsprechend Bewusstsein zu schüren und die Länder dazu zu bringen, hier entsprechend in den Regulatorien auch einzugreifen. Es würde mich interessieren, wie der Bund hier dazu steht und welche Maßnahmen da auch schon geplant sind. Ja, danke. Zur ersten Frage zur Mobilitätskompetenz in den Schulen. Es steht im Regierungsprogramm auch drinnen, dass es ein Aktionsprogramm Radfahren für Kinder geben soll. Da sind wir gerade dabei, dass wir in einem Stakeholder-Prozess uns dazu Maßnahmen überlegen. Wobei aus meiner persönlichen derzeitigen Einschätzung ist es, man kann in das Bildungs- und Schulsystem natürlich auch die Mobilitätskompetenz und noch stärker verankern, sei es jetzt das Radfahren analog zum Schwimmunterricht als Pflichtteil auch in der praktischen Übung integrieren. Man darf aber nicht den Fehler machen, dass wir das einfach reinschreibt, das Lehrinhalt in den Lehrplan und dann nicht die entsprechenden Ressourcen im Bildungssystem, nämlich die Personalressourcen auch zur Verfügung stellt. Das war die klare Rückmeldung der bisherigen Diskussion. Die Pädagogen sind sehr engagiert und sind schon mit sehr vielen Aufgaben auch konfrontiert. Deren Hauptfokus ist es momentan, den Kindern vor allem im Volksschulalter das Lesen und Schreiben beizubringen und das Rechnen, die Grundrechnungsdaten. Alles, was dazu noch kommt, bräuchte man dementsprechend auch Aufstockung der Personalressourcen, auch auf schulischer Ebene. Das ist aber sicher ein Thema, das man diskutieren wird müssen, ob das in dieser Legislaturperiode auch umgesetzt werden kann. Da bin ich noch vorsichtig, wird man schauen, was die Diskussionen danach ergeben. Zum Thema Tempo und Geschwindigkeitsreduktion, ja, das ist richtig, das ist auch generell bei allen Infrastrukturen, wenn es um kindersichere Infrastruktur geht im Ortsgebiet, ist die maximale Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs relevant. Auch zum Thema Mischen und Trennen, man wird jetzt nicht eine getrennte Radinfrastruktur benötigen in einer Begegnungszone. Bei Tempo 30 kann man dann vielleicht schon wieder diskutieren, wenn es in Richtung Kindern geht. Der Instrumentenkoffer in der Straßenverkehrsordnung lässt das ja größtenteils zu. Das einzige Thema, wo ich jetzt noch sehe, ist es bei Vorrangstraßen, wo derzeit die Rechtsmeinung lautet, dass man Tempo 30 auf Vorrangstraßen nicht verordnen kann. Das wäre vielleicht schon noch ein Punkt, den man mit diskutieren sollte und aufnehmen könnte. Ich sage jetzt, die Straßendurchfahrten oder die Hauptstraße in einem Ortsgebiet war schon bisher immer Aufenthaltsraum, auch vor 100 Jahren, und wurde dann erst durch die Motorisierung eigentlich ein Durchzugsraum. Es wäre nur verständlich, das wieder den Bewohnenden zurückzugeben als Aufenthaltsraum und es auch zu ermöglichen, dass das dann auch wirklich ein Aufenthaltsraum auch wird, auch bei Vorrangstraßen. Eine Änderung in der StVO ist in Diskussion. Wir prüfen das gerade intern, die Vorschläge, da sind auch sehr viele Vorschläge dabei. Aber das, ob das jetzt in der ersten Runde mit dabei ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ja, das wird sicher ein Thema sein, dass wir da auch Akzente setzen. Frau Kuhlmann, wie geht es Ihnen denn auf der kommunalen Ebene mit so regulativen Maßnahmen?
Wir arbeiten auch relativ viel mit Gemeinden und da sehen wir oft, dass die Gemeinden vielleicht sogar willens wären, aber das Land dann nicht unbedingt erfreut ist, insbesondere wenn es eben um Landesstraßen, also Straßen-Landeskompetenz geht, dass man hier Geschwindigkeitsreduktionen sich wünscht, jetzt mal abgesehen davon, wenn sie in der Nähe von Schulen sind, aber in Ortszentren per se, wo mit einem höheren Fußgänger- und Radfahreraufkommen zu rechnen ist, wird das trotzdem noch immer mit dem Argument der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs abgelehnt. Wie geht es Ihnen da in Weiz damit? Also ich kann dem nur zustimmen. Dort, wo die Gemeinde eben die Möglichkeit hat, eben diese 30 km/h zu verordnen, ist es flächendeckend bei uns eben schon der Fall, dass eben die Reduktion der Geschwindigkeit stattgefunden hat. Nur bei den Landesstraßen muss man sich eben an die BH wenden und da kommt es halt dann drauf an, wer dort derjenige ist, der für den Verkehr zuständig ist und inwieweit er Verständnis aufbringt, wenn man sagt, eine Reduktion der Geschwindigkeit erhöht die Sicherheit und erhöht auch die Lebensqualität in der Stadt. Also es hängt dann schon auch ein bisschen von dem Verständnis des zuständigen Beamten ab. Was ich vorhin noch erwähnen wollte, bei Bezug auf diese Radprüfungen, wir haben das Glück, dass wir eine eigene Polizei haben und bei uns ist es obligatorisch, dass eigentlich alle Kinder, die bei uns in der Volksschule sind, diese Radfahrprüfung machen, aber im Vorfeld gibt es eben auch Unterweisungen, wie verhält man sich im Straßenverkehr oder welche Gefahrensituationen können auftreten. Und da sieht man, dass sehr wohl auch die Eltern an dem Geschehen teilnehmen. Und wenn die Radfahrprüfung ist, teilweise eben auch das begleiten und auch mitlernen mit den Kindern. Dankeschön für diesen Einblick noch einmal, wie es euch auf der kommunalen Ebene geht. Ich glaube, euch zu unterstützen auf der kommunalen Ebene muss das Ziel von allen anderen Ebenen sein, der Länder, des Bundes, weil ihr im Endeffekt ja hauptverantwortlich für die Umsetzung seid und auch die sind, die oftmals die Hebel in der Hand haben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche. Ich möchte das noch einmal unterstreichen, weil wir sind ja in dem Sinn auch eine Ausnahme, weil wir eine eigene Abteilung für Umwelt und Mobilität haben, was ja nicht üblich ist in anderen Städten unserer Größenordnung. Und wir versuchen ja wirklich sehr viel, wenn es möglich ist, Geld zu lukrieren aus EU-Projekten vom Bund oder eben auch die Radstrategie des Landes. Aber wir stoßen dann schon sehr oft an unsere Grenzen, weil eben doch sehr viel administrative Arbeit damit verbunden ist und eben der Zugang zu den Mitteln für Städte unserer Größenordnung oft erschwert ist. Ich glaube, da gibt es durchaus ein Problembewusstsein, auch seitens der anderen Mitdiskutanten, dass die kommunale Ebene da dementsprechend unterstützt wird. Wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Webinars angelangt. Wir haben viele Fragen leider nur anreißen können. Aber ehrlich gesagt, alles andere wäre auch verwegen gewesen. Was kann so ein Webinar leisten? Eben anreißen, anstoßen, Menschen zusammenbringen und weitere Diskussionen anregen. Und das hoffe ich, dass wir mit dem Webinar getan haben. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren Inputgebern, bei den beiden Mitdiskutantinnen. Zum Schluss jetzt noch in der Podiumsdiskussion darf mich bei unseren Zuseherinnen und Zusehern bedanken für die Fragen, für die aktive Teilnahme. Ich glaube, es war für alle etwas dabei und ich hoffe, dass wir dieses ganze Thema aktive Mobilität mit diesem Webinar wieder einen Schritt weiterbringen konnten, insbesondere was das fehlende Problembewusstsein vielleicht betrifft, das ja einer der, oder zumindest bei den Teilnehmerinnen wahrgenommen wurde, als einer der wesentlichsten Punkte, warum wir heute noch nicht flächendeckend sichere Rad- und Fußgängerinfrastruktur vorfinden oder Kinder, die sie zumindest nicht vorfinden. Ich darf mich
in diesem Sinne auch von Ihnen verabschieden, nochmal bedanken fürs Zuhören und möchte noch einen Verweis anbringen. Zum einen darauf, dass es eine Kurzfassung der Ergebnisse geben wird, die Sie auf Klimaaktiv dann entsprechend abrufen können. Und zum zweiten auf eine sehr spannende Dialogveranstaltung mit Frau Bundesminister Gewessler, die als Dachdiskussion zur gesamten Veranstaltungsreihe noch einmal sich der Diskussion mit Experten stellen wird, und zwar mit dem Titel Klima- und Wirtschaftskrise zusammen lösen. Das Ganze findet am Mittwoch statt, das heißt schon morgen ab 17 Uhr diskutiert Frau Bundesminister mit Patrick Greichen, mit Sabine Herlitschka und mit Annika Dafert. Sie können diese Diskussion am Livestream mitverfolgen. Den Link finden Sie auf der Folie, die Sie vor sich wiederfinden. Das war's von meiner Seite. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, es war für jeden etwas dabei. Und ich freue mich, dass in Zukunft mehr Kinder sicher Rad fahren und zu Fuß gehen und dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag aus Wien.